Pay-Per-View Roundtable Ausgabe 35 hier beim Wrestling Talk Radio. Natürlich zum Thema TNA Lockdown vom letzten Sonntag. Und an meiner Seite sind heute zum einen das Teammitglied Sven. Hallo Sven, wie geht's dir? Moin moin, alles bestens, danke. Alles bestens. Wir haben uns ja die letzten Wochen schon das ein oder andere Mal gehört. Ach, ja, ein bisschen. Das täuscht, ab und ne? zu. Das täuscht. unter anderem natürlich zu dem durchaus sehr empfehlenswerten Paul Bearer Special. Auch an der Stelle nochmal Dank an alle, die sich das so zahlreich angehört haben und da positives Feedback zugegeben haben. Das bedeutet uns sehr viel. Und natürlich auch wieder mit an Bord ist der Frankie. Hallo Frankie. Hallo Matze, hallo Sven. Ich freue mich, nach längerer Zeit nochmal mit dabei sein zu können. Ja, immer wieder gerne, ne? Ja, und klar. Wir haben uns ja inzwischen, das ist ja scheinbar jetzt unser Dreigestirn, möchte ich fast sagen, für TNA, wie es aussieht. Ja, freue ich mich drauf. Ich freue mich auch, dass ich für TNA gerne, also immer wieder gefragt werde. Du kannst auch zur WWE kommen, habe ich dir ja gesagt. Aber das möchtest du ja auch nicht so richtig. Ja, machen wir wieder. Das kommt wieder alles. Ja. Das kommt auch wieder alles. Aber heute haben wir TNA Lockdown auf dem Radar, auf dem Plan. Und offensichtlich einer der wichtigsten Events im Kalenderjahr von TNA, jetzt wo es nur noch 4 Events sind sowieso, aber auch der größte Event, so wie es zumindest rein zuschauertechnisch aussieht, in der, sagt man dann, amerikanischen Historie von TNA. Über 10.000 waren im Publikum, oder Sven? Soweit ich das gelesen habe, stimmt das so, ja. Ja, was war denn sonst der Rekord? 10.000 Mann, ja. Wo war denn der Rekord? 10.000 klingt jetzt gar nicht so viel. Das müsste letztes Jahr Slammiversary gewesen sein, mit knapp 10.000, irgendwas um 9,5 oder so. Ja, also man ist ja wahrscheinlich dann einfach verwöhnt, was die WWE zum Teil dann auch schon bei Hausshows füllt, ne? Aber andererseits, ich meine, 10.000 ist ein Riesenerfolg, was natürlich nicht so schön ist, und das ist auch natürlich einer der Kritikpunkte hier schon. Warum geht man in den Alamo Dome, der so viel mehr Leute fasst, also wo viel mehr Leute reinpassen würden, und bestuhlt da nur einen kleinen Teil der Halle, um dann entsprechend 10.000 Stühle hinzusetzen. Ich meine, Frankie, was hältst du von sowas? Also das hätten ja, wie viel passen da sonst rein? 40.000? In den Alamo Dome? Oder noch mehr? Da passen noch mehr rein. Soweit ich weiß, müssten das in die 70.000 sind, die reinpassen. Warum nimmt man denn so eine Halle und macht dann nur einen kleinen Teil davon? Also warum geht man nicht automatisch in eine kleinere Halle? Du musst genug, auch in San Antonio muss doch kleinere Hallen geben. Ah, wer weiß, was für Konditionen die mit dem Hallenbesitzer ausgehandelt haben. Also ich habe unter der. Hat es da nicht geheißen, dass die WWE alle anderen Hallen gebucht hat in San Antonio? Das kann sein. Irgendwie war da was, ja, dass man jetzt auch den anderen Veranstaltern so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzt, ne? Ja, wenn ihr die nehmt, dann kriegt ihr uns nicht mehr oder irgendwie sowas war das doch, ne? Ja. Genau. Aber dennoch, ich weiß nicht. Also so eine große Halle zu nehmen und dann das abzudunkeln, und das kam ja letztendlich, Sven, das kam ja auch akustisch rüber während des Events. Ja, also das ist mir ganz, ganz übel aufgestoßen. Dadurch, dass die Halle eben so weitläufig war und dann eben zum größten Teil leer stand, ist halt alles, was an Reaktion von den Fans kommt, deutlich leiser und verhallt halt da in diesem riesen leeren Raum. Und das war irgendwo schon ein bisschen ein Stimmungskiller. Ja, schade, ne? Vor allem, weil das Publikum ja wirklich gut drauf war. Ja, prinzipiell schon, ne? Ja, aber dadurch, dass das eben dann so nur so ein kleiner Teil der Halle war und der Ton irgendwo sich im Rest der Halle verfängt, kommt es eben nicht wirklich gut rüber. Der hätte vielleicht Mikro oder mehrere Richtmikrofone irgendwie abfangen. Also, aber gut, wer bin ich, um das zu sagen? Ne? Ein bisschen schade einfach nur, weil Publikum wirklich gut drauf war. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Halle selber deutlich lauter war, als es eben am Fernseher rübergekommen Stimmt, ist. Stimmt, klar. Ja. Ich lese jetzt hier gerade die offiziellen Zahlen. Für Footballspiele passen maximal 72.000 Leute rein. Mhm, in Alamo Dome. Okay. Und dann je nach Event dann eben weniger. Ja, naja. Also eine ganze Menge auf jeden Fall. Entsprechend, wenn dann 70.000 ist, sagen wir mal 50.000, haben wir ein Fünftel davon von der Halle benutzt. Oder sagen wir vielleicht ein Drittel oder ein Viertel, wenn wir die Halle wirklich so teilen. Ist ja klar, irgendwo muss der Ton ja hin, ne? Aber wollen wir uns nicht daran aufhalten? Einfach ein bisschen unglücklich gewählt vielleicht am Ende die Halle oder vielleicht auch durch die Situation, in der man gesteckt hat, von jemand anderem unglücklich für TNA gewählt worden, wie auch immer da die Konstellation ist. Aber einfach ein bisschen schade. Ne? Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass TNA sowas passiert. Wahrscheinlich nicht, ja. Aber vor allen Dingen, wenn man dann munkelt, wenn man dann hinter vorgehaltener Hand sagt, dass die WWE dann nicht ganz unschuldig dran ist, ja. Ja, wegen dem Konkurrenzkampf, da wird TNA sich noch auf einiges gefallen lassen müssen. Ja.
Aber sie haben ja auch intern eigene Probleme, wie man ja jetzt gerade wieder unter der Woche wieder mitbekommen hat, mit dem On-the-Road-Schedule, mit dem Bezahlen und Absagen von ehemaligen Knockouts und anderen ehemaligen Stars. Also es ist ja nicht nur so, dass die WWE die Bösen sind, sondern es läuft eben auch sonst einiges verkehrt, eben weil man vorher in den vorigen Jahren schon Fehler gemacht hat Backstage. Schade. Wie immer, das hast du letztes Jahr schon mal gesagt, immer wenn es bei TNA anfängt, mal gut zu laufen, kommt wieder irgendwas. Ja. Aber im Moment läuft es aber wirklich gut, muss man auch sagen. Ja, doch. Ne? Ich war wirklich begeistert, ja. Ich habe eine Zeit lang länger TNA nicht mehr geguckt und ich war wirklich begeistert, als ich Lockdown gesehen habe. Für TNA ist das eine schweinegeile Kulisse für mich trotzdem gewesen. Ja. Ja, klar. Weil es eben, ich meine, in England, in was ist das, Wembley Arena in London und in Manchester waren sie in, habe ich nicht auf dem Radar gerade den Namen. Ja. Aber da ist ja Bombenstimmung gewesen. Da war zwar auch die Kameraführung zum Teil ein bisschen doof, weil da eben auch die leeren Plätze so gesetzt wurden, dass die genau im Kamerawinkel waren. Ja. Aber das sind unterschiedliche Dinge gerade zum Kritisieren. Und dementsprechend haben diese 10.000, die hier im Alamo Dome drin waren, haben anständig Stimmung gemacht und haben das Ding auch wirklich getragen. Also was sonst eben TNA-Fans öfter mal haben, dass sie auf ihren Händen sitzen, können sich diese Fans hier gerade nicht vorwerfen. Nee, das war wirklich geil. Ich denke mal, die Akteure wurden auch wirklich vom Publikum sehr verwöhnt. Ja. Das hat man aber auch gemerkt, wenn man nachher, wenn wir nachher die Matches besprechen. Also das hat man wirklich auch gemerkt, dass die sich wirklich alle ins Zeug gelegt haben. Richtig. Auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung zum letztjährigen Lockdown. Ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Radar habt, wie wir darüber hergezogen sind. Also da war ja gar nichts. Also ich muss noch kurz gucken, letztes Jahr Lockdown haben wir im Durchschnitt 4,75 Punkte gegeben im Review. War ich da mit bei? Nein. Da war ich nicht mit bei, ja. Nein. Das waren Sebi, Jacques und Andy. Haben wir Lockdown in einer guten Dreiviertelstunde abgehakt, weil das so schlecht war. Also das fing ja schon an mit dem Set. Das ging weiter mit falschen Musiken, dass Wrestler einfach rausgeschickt werden. Da, weiß ich, waren das die Guns, die da rausgeschickt wurden einfach? Das waren die Guns, die mit der falschen Musik rauskamen. Ja. Dann diese Überbrückungspromo, diese katastrophale von Flair. Ja. Backstage sieht man die Leute, die gleich gegeneinander wresteln werden, wie sie sich zusammen Getränk teilen. Und einfach weil kein Vorhang vor dem Vorhang ist, dass man entsprechend sieht, wer da gerade Backstage rumläuft. Und ich habe dann Mr. Anderson noch auf dem Radar, der irgendwie war Little Lockdown mit Garrett Bischoff und also irgendwie eigentlich Gegner sind gleich und da gerade zusammen irgendwas machen. Also, nee, geht gar nicht. Ja. Ja, aber entsprechend darauf will ich jetzt hinaus. In dem Fall hier wieder einiges besser gemacht. Das Set war gut. Die Kameraführung war zumindest so relativ gut gemacht. Man hat zwar öfter mal auch diesen leeren Bereich gesehen. Also ich kann mich an zweimal erinnern, vielleicht war es gar nicht mehr. Nachdem auch dass die Kamera so geschwenkt ist und dann man wohl vergessen hat, dass die Halle gar nicht voll besetzt ist. Was ein bisschen schade war, weil man eben gesehen hat, dass so viele leere Plätze waren. Aber ansonsten hat man das, was im letzten Jahr verkehrt war oder falsch lief, hier doch durchaus gut gemacht. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal eigentlich in den eigentlichen Event. Der fing nämlich an mit fast wie zu erwarten war, würde ich sagen, mit dem Three-Way-Match um den X-Division-Title zwischen Kenny King, Christian York und Sima Iron. Und Sven, was hast du zu diesem Match? Ich war richtig begeistert von dem Match. Ich fand, es war das beste X-Division-Match seit Monaten. Und genauso wie ich es auch in der Vorbesprechung gesagt hatte, im Preview am Wochenende, ich hatte die Hoffnung gehabt, dass Kenny King und Sima Iron jetzt eben hier die X-Division ein bisschen pushen wieder, nachdem RVD ja das Ganze doch ein bisschen runtergezogen hat in meinen Augen. Ja. Und ich war definitiv nicht enttäuscht. Ich meine, es lief jetzt nicht alles sauber in dem Match. Mhm. Waren schon zwei, drei Abfucks dabei. Aber es waren halt auch sehr schöne Dreier-Konstellationen, die wir dort gesehen haben. Dreier-Kombos. Dieser Springboard von Kenny King nach draußen, wo er da sehr unglücklich mit dem Nacken in der Guardrail gelandet ist. Aber, wenn du gerade das ansprichst, da haben ja viele dann gleich gesagt, Kenny King kann nix. Aber dazu möchte ich mache ich selten, aber ich springe mal für TNA in die Bresche. Da hat jemand vergessen, das obere Seil anständig zu spannen, was danach sofort gemacht wurde. Ist das nicht deswegen passiert, weil Kenny King hat sich ja nicht vom Seil abgestoßen, sondern hat versucht, Sima Ions Rücken zu nehmen. Dadurch konnte er sich meiner Meinung nach nicht so gut abfedern und deswegen ist dieser Sprung so in die Hose gegangen. Okay, also irgendwie war da was mit der Seilspannung, die man dann in der Pause wohl gelöst hatte, denn danach tauchten ja diese Probleme nicht mehr auf. Wenn ihr euch das anguckt, das oberste Seil oder das zweite Seil, ich weiß gar nicht, welches es war, es hing auch im ersten Match ein bisschen durch. Also im Gegensatz zum restlichen Event.
Also ich meine, es war dadurch, dass er nicht das Seil zum Abfedern, sondern Sima Ions Rücken genommen hat. Okay. Ja, weil Sima Ion hing ja dann quasi mit dem Bauch so über Second Rope drüber. Ja. Mhm. Und das wollten Kenny King, sprang ihn auf den Rücken. Ja, stimmt. Ja. Ja. Und ich glaube, es lag daran, dass das in die Hose gegangen ist. Genau, es sollte ja wahrscheinlich ein Asai Moonsault werden. Ja, richtig, ein Asai Moonsault, richtig. Und es wurde ja letztendlich ein Back Elbow. Dadurch, dass er die Drehung nicht hingekriegt hat, ne? Ja. Und damit hat es ganz schön gerumst. Aber Sven, das Ganze ist dann gerettet worden von Sima. Ja, absolut. Gerettet ist genau das richtige Wort. Dieser Corkscrew, der dann rausgesprungen ist. Boah, ja. Eine Schönheit war das. Ja. So wurde das Publikum direkt im Keim erstickt, dass sie You Fucked Up chanten konnten, was ich großartig fand, dass es nicht da richtig dazu kam, weil Sima Ion sofort rausgehauen hat und Publikum mit anderen beschäftigt war. Ja. Und sehr gute Lösung dafür. Sima Ion war sowieso in meinen Augen hier der Main Event, der der hat das Match getragen. Der MVP von diesem Match. Ja, ja. Also, was der da rausgehauen hat, großartig. Absolut, einer der unterbewertetsten, auch im ganzen Kader, ne? Ja. Obwohl alle drei eigentlich unterbewertet sind, muss man auch ganz klar wieder sagen. Sind zwar alle nicht wirklich schlecht dargestellt, eben auch Sima Ion als ehemaliger Champion, Christian York mit großen Matches gegen Bobby Roode und Jeff Hardy zum Beispiel, oder auch ein Kenny King, der jetzt gerade X-Division Champion wurde, aber dennoch sind alle ein bisschen laufen unter ihrem dessen, was sie können. Ja. Sima Ion ist auch sowieso, das ist für mich so, das Gimmick ist ein klein bisschen überzogen. Es geht leider driftet das Gimmick ein bisschen ins Kitschige ab. Ja, aber wenn er den Kitsch-Faktor so ein kleines bisschen ablegt, dann wird das ein ganz großer. Ja. Ja. Wenn das nicht sogar schon ist, eben genau mit diesem trotzdem, weil du sagst, kitschigen Gimmick macht das ja trotzdem ganz gut. Ja. Ja? Richtig. Muss man ja auch sagen. Frankie, mit Kenny King als Sieger, du hast vorher schon gesagt, du warst ein bisschen überrascht, dass er Champion war, weil du eben in den letzten Wochen nicht unbedingt geguckt hast. Ja, ich habe leider ein paar Impact-Sendungen. Ja, und deswegen war ich überrascht, Kenny King auf einmal als Champion zu sehen. Ich habe mich mega gefreut. Das ist TNA, Lockdown geht los. Ich hab mich mit nichts befasst. Ich hab einfach wieder angefangen, Lockdown zu gucken. Ja, ja, ja. Und Kenny King kommt als Champion rein. Ich dachte so, ja, geil. Rob Van Dam ist nicht mehr Champion. Schön. Rob Van Dam ist nicht mehr Teil der Liga. Nein? Nee, Vertrag ist ausgelaufen. Und so wie es aussieht, wird er nicht verlängert. Also Stand jetzt. Ich muss gerade überlegen, ob es gut oder schlecht für TNA ist. Ja, die Wahl liegt wie wahrscheinlich so oft irgendwo dazwischen. Ja, also, aber, also gut. Nee, ich würde eher sagen, es ist schlecht für TNA. Weil er ein Name ist und zieht, ne? Ja, es ist aber Star Power geht flöten. Aber Sven, wir haben ja in den letzten Wochen auch schon ein bisschen geklärt, er hat ja kaum noch Bock, ne? Hat man ihm auch angesehen. Also ich finde gar nicht, dass es so ein großer Verlust ist. Letztendlich, ist im Endeffekt nur ein Crowdpleaser für die Leute in der Halle selber, aber letztendlich kommt nicht wirklich viel davon, von seiner Wirkung bei mir am Bildschirm an. Und insofern ist es rausgeschmissenes Geld, das TNA, denke ich, anders besser investieren kann und lieber versuchen sollte, eben junge Leute in diese X-Division zu holen und die neu. Das haben sie gemacht. Ja. Das haben sie definitiv gemacht. Ja, ich meine, aktuell hast du eine Exhibition mit drei Leuten, ne? Ja, aber Christian York passt da in meinen Augen wirklich nicht rein. Der ist A, zu alt für die Exhibition und B, einfach zu behäbig, zu langsam. Aber jetzt gerade um Sima und Kenny King könnte man jetzt diese ganze Division vielleicht neu aufbauen. Ja. Wenn man unbedingt erfahrene Leute dazu holen müsste, dann würde ich dann eher sagen, holt hier einen Sonjay Dutt wieder dazu. Ja, oder ein Joey Ryan, ich meine, der ist doch da. Oder eben ein Joey Ryan, genau. Ja, ja. Der wird ja hier, also kommen wir gleich noch zu, der wird ja eigentlich mehr oder weniger verjobbt, seitdem er bei TNA ist. Ich meine, das ist grundsätzlich das Problem. Aber ja, es ist ja nichts Neues für ihn. Das ist halt sein Stil, wie er ihn auch schon independent gegangen ist, ne? Ja. Aber irgendwie funktioniert er in TNA noch nicht wirklich. Und ich weiß nicht, der funktioniert sogar schon, er wird nur doof eingesetzt, finde ich. Ja, also was funktioniert schon. Das stimmt, ja. Und ich bin gespannt, vielleicht ist er ja sogar jemand, der jetzt Richtung X-Division geht. Weil, ich weiß nicht, ist Kenny King ein guter oder ist er ein böser? Ich meine, ich glaube, also aus der Einzige, der wirklich eine Gesinnung hat in diesem Match, ist Sima Ion. Die anderen beiden wissen doch gar nicht richtig, wo sie hinlaufen, ne? Christian York ist eindeutig ein Face. Ja, und Kenny King ist ein Heel. Ja. Ja, ich würd sagen, Kenny King, durch die Aussagen, die er immer wieder in Interviews trifft, dass er auch Rob Van Dam Respekt zollt und alles sowas,
Also der hat zwar heelische Momente, aber vor allem dadurch, dass sie ihn nur noch gezeigt haben bei Impact, diese Promo-Backstage und dass er dann dankbar ist für Rob Van Dam und dass einfach jetzt eine neue Zeit ist, aber das eben nicht heelisch gesagt hat, sondern eben durchaus aus einem positiven Licht, würde ich fast sagen, der ist irgendwas dazwischen. Aber das ist doch DNA, weil DNA war es schon immer stellen, ja, wer jetzt welche Rolle hat. Ja. Das stimmt. Das war schon immer aber so bei TNA. Zeigt aber vor allem die nicht wirklich gelegte Wichtigkeit auf die X-Division seitens der Liga. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Aber ich möchte generell alle drei nochmal loben. Ja. Ja. Das hat der Sven eben auch schon angeschnitten. Die drei haben, ich weiß nicht, ich habe Aktionen zu dritt, die haben diese Three-Way-Regel so geil ausgenutzt, ja. Die haben Aktionen zu dritt gezeigt, die ich noch nie in einem Wrestling-Kampf gesehen habe oder in einem Three-Way-Match, ja. Okay. Und ich möchte den allen dreien eine große Kreativität aussprechen. Und dass da mal ein, zwei Dinger daneben gegangen sind, stört mich da gar nicht. Gehört dazu. Ja. Das ist klar. Man hat da stellenweise Sachen schon allererst mal ausprobiert, denke ich mal. Und ja, für mich ist das schon fast ein 5-Sterne-Match gewesen. Okay. Passt. Ja, natürlich wegen den Botches und so, ja. Aber was die Kreativität angeht, Sauars. Erste Sahne. Aha. Wirklich. Das ist natürlich auch der Geschwindigkeit wegen ist ja auch geschuldet, dass eben auch mal öfter was daneben geht, ne? Richtig, ja. Aber es hat dem Match ja nicht geschadet. Eher sogar im Gegenteil, weil sie etwas draus gemacht haben, was am Ende sogar besser funktioniert als vielleicht ursprünglich geplant. Den berühmten roten Faden, den der Matze gerne hat bei Matches, den kann man bei einem Three-Way-Match natürlich, eigentlich kann man den fast gar nicht bringen. Ey. Ja. Du kannst ihn am Sieger festmachen. Also, ja, wenn du jetzt weißt, wer gewonnen hat, rückblickend hast du den roten Faden dahingehend, aber ist in Three-Way-Matches schwerer, klar. Ja. Aber ansonsten, den habe ich habe auch versucht drauf zu achten, aber ich habe mir gedacht, nee, komm, es ist ein Three-Way-Dance. Ja. Vergiss es, da wirst du keinen roten Faden finden. Ja. Aber die drei Jungs, die haben sich so tolle Sachen einfallen lassen werden für den Kampf. Die Three-Way-Regel richtig geil ausgenutzt und deswegen war der Opener für mich, hat TNA da fast alles richtig. Okay. Sven, als Sieger Kenny King ist, denke ich, keine Überraschung, auch das Richtige, ne? Ja, definitiv. Three-Way Dance hat noch nie einen Titel gewechselt, oder? Bestimmt. Ja. Also ich hab zumindest gerade mal Chris Benoit auf dem Kopf. Ja, kann sein, aber WrestleMania war für mich auch klar, dass Kenny King das Ding gewinnt. Ja. Und Sven, die Fehde mit 7 Eiern, meinst du, das geht weiter? Entsprechend ist ja dann doch Kenny King der Face, ne? Ja, die Fehde muss ja weitergehen, weil eine Alternative hast du ja nicht, ne? Mhm. Außer eben Christian York. Außer Christian York oder eben Joey Ryan oder vielleicht sogar ein Robbie E. oder keine Ahnung, was sie da machen. Und, Rockstar Spud, ja. Ja. Oh Gott, den finde ich. Ist gar nicht mal unwahrscheinlich. Denn. Scheiße. Ja, er wirkt da auch wirklich ein bisschen fehl am Platz. Er ist kein schlechter Wrestler, aber er ist halt noch viel kleiner, als eben der Autonormal-Kleine im Wrestling schon ist. Ja. Und dadurch wirkt er, klang gerade echt ein bisschen komisch, aber ja, ich hoffe, du weißt, wie es gemeint ist. Es ist die pure Intoleranz meinerseits. Ja. Ich mag einfach keine Boygroup-Typen. Ja. Rockstar Spud, der sieht so aus, als ob er bei NSYNC oder bei sonst irgendwelchen Boygroups mitmachen könnte. Ja, und das schon allein deswegen ist er mir unsympathisch, ja. Ja. Aber der ist auch schon so ewig dabei, ne? Also ich weiß nicht, ich hab den ja 2001, 2002 schon auf dem Radar gehabt. Spud. Also da nicht als Rockstar Spud, sondern bloß als Spud. Und dann auch später bei 1PW. Hat der früher lange Haare gehabt? Ja. Der ist das. Also, ich glaub, dann weiß ich, wer das ist, ja. Der ist auch schon, also der muss ja auch entsprechend schon ein bisschen älter sein. Wie alt weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt letztes Mal einmal völlig ins Klo gegriffen, deswegen werde ich sowas erstmal eine Weile rauslassen. 30 aber ist er. 30. Naja, dann passt das ja ganz gut, ne? Also so 1PW-Zeit war 2005, 2006. Irgendwie so, aber ist auch egal. Aber da könnte natürlich einer sein, der da dann irgendwie mit dazu stößt, ne? Jetzt auf der jetzt beginnenden Road to, was ist, Slammiversary? Mhm. Und die ist ja, wie wir ja wissen, von diesem Donnerstag an on the road, also die Impact-Ausgaben zumindest. Ja? Ich glaube nicht. Dass er dazukommt? Ja. Okay. Weil du es nicht möchtest? Nein. Das war ein reines England-Ding. Ja, ja, und das wird nicht mehr weiter verfolgt werden. Aber er hat das Ding ja gewonnen. Und er hat ist ja einen TNA-Vertrag bekommen. Ja, das ist aber egal. Man wird trotzdem. Die Gatschek-Sieger haben auch keinen Fass. Das stimmt. Machen immer noch weiter damit. Wenn TNA nach England kommt, wird man wieder auf Rockstar Spud zurückgreifen, aber ja, in den normalen Rennungen wird den nicht sehen. Ja. Gut, dann werden wir beobachten, wo das hingeht, ne? Ja.
fand ich auch ein bisschen schade, dass Marty Scurll nicht benutzt wurde, oder nicht benutzt wurde, also nicht gewonnen hat das Ding, weil er eigentlich viel mehr überzeugt hat als Rockstar Spartan, diese ganzen British Bootcamp-Geschichte, ne? Ja. Aber es ist, wie es ist, selbst die beiden, wie heißen die, Olsen? Die Olsen Twins, ja. Heißen sie, ne? Nein, Blossom. Ja. Blossom, Olsen ist ein Darsteller, ne? Keine Egal. Ahnung. Schauspieler, Pseudo-Promis. Ja. Egal, also Blossom, genau so heißen sie natürlich. Selbst die fand ich besser als Bud. Weil die auch wenigstens noch eine ganze Menge Charisma hatten, was zwar Spud ausstrahlt, aber irgendwie gar nicht wirklich besitzt. Der sollte wieder zurück in seinen ursprünglichen Charakter. Da funktioniert der gut, weil er ist ein guter Wrestler, aber das Gimmick macht irgendwie kaputt, ne? Also Gimmick Anführungsstrichen. Aber gut, wollen wir uns nicht damit aufhalten. Kenny King gewinnt, wir werden sehen, wie es mit der X-Division weitergeht. Wir werden ja auch einen dieser One-Night-Only-Pay-Per-Views wird ja auch um die X-Division gehen, dann werden wir also sehen, was da alles so noch rausgeholt werden kann aus den Geschichtsbüchern von TNA, wer da alles auftauchen könnte. Ja. Im nächsten Match ist eben jemand, den wir vorher schon angesprochen haben, nämlich Joey Ryan, der auf Joseph Park trifft. Und Frankie, Joseph Park gegen Joey Ryan. Wieder zeigt hier, wie fehlgenutzt eigentlich Joey Ryan ist, aber eben das dennoch eigentlich ganz gut macht. Ja, richtig. Ich denke mal, Joey Ryan muss sich auch erst... Ich meine, er musste jetzt für Joseph Park hier herhalten. Komm, es ist doch wohl klar, dass der Joseph Park Abyss, ja, hat einen mega hohen Stand bei TNA. Ja. Und es ist klar, dass er nicht gegen Joseph Park gewinnt, ja. Und ich halte Joseph Park auch für besser als Joey Ryan, ja. Weil als kompletter Wrestler ganz bestimmt sogar. Den Typen Chris Parks, ja. Achso. Generell, Abyss, Joseph Park und, und so weiter. Mhm. Oder wer weiß, was da noch kommt, ja. Ich finde, das ist wirklich einer der talentiertesten Menschen, den TNA generell im Moment hat, ja. Und deswegen hat er für mich auch zu Recht gegen Joey Ryan gewonnen. Es ist aber schade, dass Joey Ryan erstmal dafür herhalten muss. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, das macht einfach der Charakter von Joey Ryan, ja. Das bietet sich einfach dafür an. Mhm. Große Fresse, der sie jetzt erstmal draufkriegt, aber ich schwöre dir, das kommt noch. Hm? Ich glaube, man hat mit Joey Ryan Großes vor. Ja, man weiß, dass der ankommt. Ja? Ja. Im Moment wird der doof eingesetzt. Aber das ist schon oft so gewesen im Wrestling. Das stimmt. Ja. Und Joey Ryan wird ebenso. Ich denke mal, das geht so in die Richtung Austin. Ich sage, das geht in die Richtung Austin Aries. Okay. Also zukünftiger World Champion, meinst du? Oder vom Aufbau her? Das Vom Aufbau, ja. Mhm. Erstmal loost er ab. Und ja, das kommt alles noch. Da bin ich von felsenfest von überzeugt. Okay. Also entweder das oder wird entlassen. Es geht nur entweder oder bei ihm. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht, was Joey Ryan privat für ein Mensch ist. Backstage für ein Mensch ist. Ja, das ich denke mal, das hängt davon noch mit ab. Ja. Aber an sich macht dieser Mann sein Ding unheimlich gut. Ja. Mhm. Und das wird fruchten. Davon bin ich überzeugt. Der Sieg von Joseph Park, zwar relativ unbedeutend, aber meinst du, das hat jetzt langsam Hand und Fuß, wo es mit ihm hingeht? Oder wie siehst du das? Mit Joseph Park? Ja. Oder ist es dir noch relativ wurscht? Ich bin etwas enttäuscht. Das heißt? Ja. Ich habe ja ein paar Tage, ein paar Impact-Sendungen nicht gesehen und ich war enttäuscht, dass der Mann unter der letzte Maskierte von Aces and Eights nicht Joseph Park war. Mhm. Ja, ich hab ja gedacht, der letzte Maskierte ist Chris Parks. Also, dass das so eine also, dreigespaltene Persönlichkeit ist quasi. Ja. Okay, dreigespalten. Das hatte ich mir erhofft, das wäre geil gewesen. Ja. Also so ein, das war ja dann Theo Brown. Ja. Okay, deswegen wundert es mich ein bisschen, in welche Richtung man mit Joseph Park im Moment gehen will. Okay. Aber dass der Mann gut ist, ja, Abyss scheint tot zu sein. Ne? Zumindest für den Moment. Ja, da kommt nichts mehr. Aber Aces and Eights haben wir nachher natürlich auch nochmal ein bisschen eine Nachbesprechung dann zum Event. Können wir da ein bisschen was mal vorgreifen? Meine Ideen dafür sind auch ein bisschen weitreichender, also vielleicht klappt das ja doch noch. Sven, hast du mitbekommen auf Twitter? Du hast kein Twitter, ne? Ich verfolge kein Twitter, ne. Dann erzähl ich dir kurz, Joey Ryan hat geschrieben, guck mal, wer ein paar Wochen nicht bei Impact war und dennoch trending worldwide on Twitter ist. Denn Joey Ryan war einer der fünf Namen aus dem ganzen TNA-Kader, der während des Events trending topic war. Meinst du, sind das eben diese großen Fanscharen, die Joey Ryan aus den Independent-Ligen hast, die ihn dann am Ende auch seinen Job retten werden im TNA, weil er eben einer dieser Namen ist, die dann trending worldwide sind, auf das man einfach achten muss, auch zu einem gewissen Grad?
Ich meine, er ist halt schon so ein Smart Mark Hero, ne? Ja. Also seine, er hat definitiv eine Gefolgschaft im Internet und zumindest die, die wirklich im Internet dann auch wirklich was schreiben. Er hat wahrscheinlich noch mehr Fans. Andere haben vielleicht noch mehr Fans als er, aber er hat die, die auch im Internet schreiben. Ja, definitiv. Also ich denke, das wird ihm schon den Job retten, aktuell zumindest. Ja. Ich finde allerdings, dass er in seinem Gimmick aktuell sehr eingeschränkt ist und irgendwo auch gefangen ist in dem Gimmick. Hm. Ich finde es unterhaltsam, wenn er sich hier einölt im Ring und dann hier einen auf Pornoralle macht, aber irgendwann wird es nervig, weißt du, wenn er dann zum vierten, fünften Mal dem Gegner Babyöl ins Gesicht treibt, ja. dann wird es irgendwann monoton und nervig irgendwann. Ja, es ist halt, das ist der Charakter Joey Ryan halt, ne? Genau, also. Das ist echt Babyöl, was der da benutzt. Ja, sowas in der Art. Also wird schon irgendwie, also vielleicht etwas, was weniger in den Augen brennt oder so, aber es ist schon irgendwie sowas in der Art, ja. Ich meine, so prinzipiell vom ganzen Auftreten her finde ich ihn super unterhaltsam. Er hat einen Look, der ist deutlich anders als das, was die anderen im Ring bieten. Ja. Und allein schon deswegen hat er hier so ein Alleinstellungsmerkmal und fällt auf und ist unterhaltsam, aber da muss vom Gimmick noch irgendwie was nachgelegt werden, ja, damit er sich dauerhaft etablieren kann. Was mir jetzt gerade noch zu den Ausführungen von Frankie eingefallen ist, ich hätte erwartet, dass tatsächlich Abyss unter der Maske steckt als VP. Dass du praktisch Joseph Park hättest als Charakter für Team TNA, ja, und Abyss als Teil der Aces and Aids. Ja. Das hätte ich mal richtig geil gefunden. Und das ist auch das, was ich nachher noch sagen will. Ich glaube noch nicht, dass das vorbei ist. Denn wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wen wir alles noch, haben wir ja schon mal am Sonntag besprochen, wer uns eigentlich noch fehlt, wer auf jeden Fall schon mal unter diesen Masken zu sehen war und jetzt noch gar nicht demaskiert wurde, eben, was haben wir alles für Namen gesagt? Eddie Kingston war immer unter der Maske, der ist natürlich, vielleicht war wahrscheinlich einfach nur One Night Only so ein Auftritt, hat dummerweise die Maske verloren. Aber Leute wie Trevor Murdoch oder Ryan, Jay Bradley. Genau, Jay Bradley, auf den Namen kam ich gerade nicht. Jay Bradley oder ja, also solche Namen, die halt wirklich zum Teil unter diesen Masken schon gesteckt haben und jetzt doch nicht aufgelöst wurden, glaube ich, es wird nicht bei diesen Leuten bleiben, die gerade Teil von dessen sind, und es ist ein Invasionsengel, das heißt, es ist nie gesagt, dass nicht noch mehr Leute dazukommen. Ne? Und wer sagt uns nicht, dass irgendwann wieder neue maskierte Leute da stehen, die dann beschützt werden vom Restlichen, die schon demaskiert wurden. Also würde ich da noch ein bisschen verhalten sein. Und vielleicht werden wir ja schon die Richtung jetzt bei Impact vorgegeben bekommen, wenn dann nämlich der neue TNA World Champion da sagen wird, was Sache ist. Der ja inzwischen, wie wir wissen, der Anführer der Aces and Eights sind. Kommen wir im Laufe dieser Sendung noch dazu. Ja, also sehr viel Spannung auf jeden Fall drin, rein von der Konstellation. Ja. Im nächsten Match, ich denke, das können wir vielleicht sogar recht schnell machen. Eigentlich habe ich gedacht, sogar Joseph Park gegen Joel Ryan geht schnell, aber so ist das manchmal. Velvet Sky gegen Gail Kim. Ich persönlich muss sagen, ich habe die Namen bei den Matches gar nicht gesagt, ist egal. Velvet Sky gegen Gail Kim fand ich gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow. Ich glaube, es war Velvet Skys bestes Match überhaupt. Ja, das lag aber nicht an Velvet Sky, das lag an Gail Kim, die Frau weiß, was sie machen muss. Mag sein, aber es gehört immer zweites zu, weißt ja. Ja. Zu einem gewissen Grad macht dann auch Velvet Sky das Richtige, aber eben in den richtigen Momenten oder in den falschen Momenten. Ich glaube, das Match hat vor allem davon gelebt, dass Taryn Terrell offensichtlich viel zu sehr Extensions immer hat, die dann durch den Ring flogen. Hör mir auf mit Taryn Terrell. Also das ist ja der Wahnsinn. Der Name klingt schon gut. Taryn Terrell. Die versaut mir regelmäßig hier die Knockout-Matches. Wenn ich die ansehe, weißt du, wie die schon ihren Arm hält beim Zählen. Du, ich könnte jedes Mal meinen Fernseher erschlagen. Ja, ich würde sogar ihr irgendwie mal zeigen, wie sie richtig zählt. Weißt du, die spreizt die Finger so komisch ab. Ja, und ich dachte, du wolltest zeigen, wo der Hammer hängt. Aber okay, red weiter. Nee. Nee. Jetzt bist du geschockt. Nee, also Taryn Terrell, das geht gar nicht als Ref. Ja, die wird ja, das ist ja jetzt vorbei. Ja, ich hoff's. Das ist ja jetzt vorbei. Taryn Terrell. Taryn Terrell. Ich sag mal der Terrell, die wird jetzt definitiv kein Referee. Das habe ich mir aber gedacht, die bleibt kein Referee. Ja, aber Frankie, weißt du, was noch schlimmer ist? Als Taryn Terrell als Referee? Taryn Terrell als Wrestlerin? Als Wrestlerin. Ich habe sie nie gesehen, das ist eine ehemalige Diva, ne? Ja. Tiffany, ich habe sie nie gesehen als Diva. Aber wenn es eine Diva ist, ja, ach du Scheiße. Ja, okay. Und hat in der Serie Dream
übrigens eine Empfehlung, nicht weil das was gleich kommt, was ich sagen will. HBO-Serien sind immer zu empfehlen. Dream hat sie eine Gastrolle und da kann man sie einmal blankziehend sehen, also komplett nackig. Ui. Ja. Kann sie wahrscheinlich auch gerade noch. Das kann sie wahrscheinlich, ja. Da muss sie auch nicht viel machen für. Einfach nur dastehen oder sitzen oder liegen oder was auch immer. Also auf jeden Fall flogen die Haare ja in Saus und Braus. Ja, also das habe ich gedacht, oh Gott, Leute, einfach mal ein bisschen weniger Extensions reinmachen, damit eben sowas nicht passiert. Ich dachte, also, ihr steht gleich mit einer Glatze da, wenn es so weitergeht. Ja, es sah ein bisschen, also es sah wirklich heftig aus. Aber eben nicht so, dass es eben wie die Wirkung vielleicht sein sollte, dass es glaubwürdig rüberkam, also ich spreche mal jetzt nur für mich, sondern dass ich eher lachen musste. Also da war der Moment des Effekts, der dabei rauskommen sollte, dass man jetzt, oh Gott, jetzt kämpfen die da gerade, oh Gott, der Ref und die Wrestlerin, oh, und ich muss lachen. Weil die Haare flogen. Ja. Geht's dir genauso, Sven? Ja, es war auch so grottenschlecht umgesetzt. Ich meine, das Bier ging ja gerade noch, ja. Aber dann dieses typische Dieven-Gehampel da, weißt du, wenn sie auf sie draufspringen, dann den Kopf versucht, gegen den Boden zu rammen, das geht nicht. Schaut so dämlich aus. Und dann fliegen hier die Extensions weg. Und ich hatte noch ein großes What the fuck über den Kopf. Backstage ja nochmal, ne? Nachher. Also das gab es ja nachher nochmal Backstage dann, wo dann JB zusammen mit eben Taryn Terrell stand und dann Gail Kim dazu kam und die den attackiert hat, JB noch eine mitbekommen hat. Und da flogen ja schwer die Haare. Oder immer noch, weiß ich nicht. Hat wahrscheinlich gar nicht aufgehört in der ganzen Zeit dazwischen. Aber schon ein bisschen absurd. Und scheinbar endlich mal wieder eine Knockout-Fehde, aber eine, die wahrscheinlich nicht wirklich interessant ist. Wenn auch konsequent, das ist auch was Gutes. Sie wird nicht gut werden wahrscheinlich, aber sie ist konsequent und das ist auch was Gutes. Okay, Frage, wenn jetzt dann Gail gegen Taryn Terrell fädet, was machst du mit Velvet als Champ? Tja, die ganzen Damen sagen ja nach und nach ab. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wer da alles genau, Tier in den Korb gibt. Ist ja der Wahnsinn. Die haben alle keinen Bock drauf. Ja. Velvet gegen Terra schon wieder. Wäre ausgelutscht, denke ich. Mickey und James? Dann blieb im Endeffekt nur noch Mickey James, dann müsstest du die endlich Heel-Turn, ne? Das ist doch jetzt überfällig, dass Mickey James endlich den Heel-Turn kriegt. Ja. Das ist doch sowas von überfällig. Dreimal haben sie es angedeutet in verschiedenen Fäden, ne? Ja. Madison Rayne ist ja... Ja, auch nicht mehr zu sehen. Ja, sie ist irgendwie, die war richtig gut. Die war richtig gut. Ist sie immer noch. Die ist Hölle gut. Die macht die. Das ist eine von den wenigen, die auch richtig gut am Mikrofon richtig, richtig gut ist. Ja. Guter Charakter. Also von der Darstellung her, dieses Winken, alles. Die ist richtig fertig. Die ist komplett. Die Angles, die Promos, die sind der Hammer. Das ist wirklich. Das ist eine der besten redenden Frauen, die ich je im Wrestling gesehen habe. Ja. Am Mikrofon. Die ist spitze. Und warum setzt man die nicht ein? Das ist eine Schande, das ist eine Affenschande. Ja. Und wie gesagt, die ganzen Namen, die absagen, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall gerade auf dem Radar, dass Angelina Love abgesagt hat, dass Sarita abgesagt hat, dass Awesome Kong abgesagt hat, dass Roxy abgesagt hat, dass die Frau von Charlie Haas, ich komme nicht auf den Namen gerade, abgesagt hat, das sind jetzt schon 5 oder 6 Namen, die Liste geht noch weiter. Ja, wir haben noch es gibt doch neue Knockouts, oder? Die Tochter von Barbarian zum Beispiel, die ist doch jetzt ein Knockout. Ja, aber Cousine, ne? Oder Neffin, der ist Nichte, so heißt sie, Neffin. Neffin ist auch gut. Es ist wirklich, wirklich schwierig, wenn diese ganzen Damen absagen. Wir haben einen anstehenden, ich glaube, das ist nächste Woche, glaube ich, das Taping, ne? Für diese Knockout-Geschichte, ich glaube am 18. oder 17. oder 18. sind diese 6 übrig gebliebenen Tapings für diese One-Night-Only-Geschichten. Die finden alle nächste Woche statt. Also 6 Shows für den Rest des Jahres werden nächste Woche getaped. Und wen willst du noch bringen, wenn diese 5, 6, 7, 8 Damen alle absagen, dann ist ja kaum noch einer da, der nicht schon jetzt aktuell im Kader bei TNA ist. Und dementsprechend kannst du das Konzept des Knockout, wir finden die beste Knockout während dieses Events, kannst du komplett streichen, wenn bloß 5 teilnehmen. Also werden wahrscheinlich mehr teilnehmen, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Dann geht man zu Shimmer. Ja, ja. Aber die waren ja nie Teil der Liga. Die waren ja nie Teil der Liga. Es soll ja darum gehen, dass ehemalige Knockouts mit aktuellen Knockouts antreten. Ja, man muss trotzdem neue besorgen. Tja,
Also es ist tragisch, ne? Zeigt aber entsprechend auch die Situation, was wir eben öfter sagen, was eben nicht nur Dirt Sheets ist. Also das ist ja nicht nur so, dass wir das dann, dass wir darauf rumhacken, sondern es ist ja ganz offensichtlich so, dass diese Leute, egal ob Männlein oder Weiblein, nicht wieder für TNA wresteln wollen, weil eben Backstage da scheinbar einiges verkehrt läuft und sie auch falsch behandelt wurden, dann ist es keine Überraschung, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt und dass diese Leute nicht zurückkommen wollen. Wer ist das, eurer Meinung nach, der Grund dafür, dass es TNA Backstage so scheiße geht? Weiß ich nicht. Will ich auch nicht vermuten. Ich denke, das ist ein großes Ganzes. Also da wird nicht einer schuld sein. Das ist irgendwie eine Gesamtsituation. Jetzt alleine die Situation mit dem On the Road. Also da werden wir sicher am Wochenende noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Aber der Kader ist ja wohl völlig blank damit, dass sie nicht mehr Gehalt bekommen, aber entsprechend zum Teil selber den Road-Schedule bezahlen müssen. Entsprechend also weniger Gehalt haben, mehr Reisestress und entsprechend nicht vergünstigt oder vergütet werden dafür. Dann ist doch völlig logisch, dass da irgend Leute auf die Barrikaden gehen. Und es geht ja scheinbar, gehen ja 80% auf die Barrikaden. So, und damit machst du natürlich automatisch einen gewissen, de facto machst du dir deinen Lockerroom kaputt, der ohnehin schon angeschlagen ist moralisch. Ja, ich denke, das ist etwas, was... Ja? Mach noch fertig. Ich denke, das ist etwas, was grundsätzlich TNA so ein bisschen das Problem hat, weil sie machen ja grundsätzlich nichts Schlechtes im eigentlichen Produkt, aber sie machen sich nicht zur Aufgabe, ihre Wrestler glücklich zu machen. Und das muss immer irgendwo dazugehören. Ob die nur eingesetzt werden oder nicht, siehe WWE. Aber da ist eben nur ein Bruchteil wirklich unglücklich. Natürlich, weil wahrscheinlich auch mehr Geld fließt, muss man natürlich auch sagen, muss man fair sein. Aber die schaffen es trotzdem, auch ihre Leute, die nicht eingesetzt werden, halbwegs glücklich zu halten. Oder geben ihm mal etwas, das wieder ein Knochen hingeworfen wird. Das macht TNA nicht. Und scheinbar ist Backstage da einiges mehr am Brennen, als wir das je mitbekommen haben. Ja. Ne? Sven, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass ja auch einfach die Konstanz fehlt. Ich meine, letztendlich verdienen die Wrestler ihren Lebensunterhalt damit. Und wenn du als Arbeitgeber deinen Angestellten keine Konstanz bieten kannst, ja, wenn die dann per Auftritt bezahlt werden und dann einfach ein halbes Jahr nicht eingesetzt werden, dann ist es klar, dass die da keinen Bock haben, reinzugehen. Ja, absolut. Das ist etwas, was eigentlich sehr tragisch ist, ne? Weil, wie gesagt, es ist ja grundsätzlich, ist zwar nicht alles gut, aber es ist auch nicht immer alles schlecht, was TNA macht. Und eigentlich haben sie im Moment gerade wieder eine richtig gute Phase. Aber in der Phase verlieren sie scheinbar gerade auch zu einem gewissen Grad loyale Leute. Ich hab da nur AJ Styles im Kopf, habe ich in einer der letzten Chucker-Sendungen gesagt, weiß nicht in welcher. Aber wenn der mal etwa in der Öffentlichkeit etwas Negatives über TNA sagt, dann brennt die Hütte. Der ist halt einer der loyalsten Arbeiter, die es gibt. Und wenn der mal sagt, Leute, eigentlich ist es gerade gar nicht so wirklich schön, hier zu arbeiten, ja, dann ist da ganz schön was am Brennen. Ne? Er macht natürlich auch hinter vorgehaltener Hand, er macht nicht so, wie ich das jetzt gerade sage. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest und das entsprechend auch richtig interpretiert, so wie es wahrscheinlich auch gemeint ist, dann merkt man eben, da ist einer der Sprecher, einer der Go-To-Guys im ganzen Kader, ist entsprechend gerade enttäuscht von der Liga. Und das kommt nicht von ungefähr. Und muss man sehen, wie es weitergeht. Ich meine, AJ Styles ist einer von denen, die wahrscheinlich jetzt in der Impact-Ausgabe zurückkommen. Und er wird sich ja immer noch, er wird auch gut dargestellt und alles, aber ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit diesem Problem, was TNA hat, wenn sie wirklich on the road sind und wer dann irgendwie früher oder später sagt, Leute, das ist mir irgendwie nichts hier. Und deswegen will TNA, so wie es ja aussieht, Festverträge für die Wrestler, da kommen wir nachher zu Bobby Roode. Denn ja, das ist eine der Änderungen, die jetzt TNA bringen wird oder will, nämlich, dass sie Festverträge für ihre Wrestler bekommen. Entsprechend könnten sie nicht einfach gehen. Das ist wahrscheinlich schon ein Vorbeugen, die Reaktion darauf, was gerade passiert seitens TNA. Sven, was hältst du davon? Also ich finde es prinzipiell ja schon gut, wenn sie Festverträge bekommen, aber wenn das tatsächlich dann so abläuft, wie es gerüchtet wird, dass sie dann praktisch teilweise zweimal am Tag auftreten, aber nur für einmal bezahlt werden, dann finde ich, das ist eine Riesenfrechheit. Ja, mindestens zweimal, ne? Mindestens zweimal. Wenn sie jetzt dann diese sechs Shows tapen nächste Woche, sag mal, du hast 3-4 Auftritte in der Woche dann, hast einen Exklusiv-TNA-Vertrag, darfst nicht irgendwo independent noch auftreten im Normalfall dann. Hm? Wenn das dann schlecht bezahlt ist, dann hör mir auf, ja. Kann ich absolut nachvollziehen, dass der Lockerroom da down klar, ist.
Klar. Und siehe Joey Ryan, der ja im Dezember letzten Jahres, glaube ich, war es, seinen letzten Pro Wrestling Guerilla Event gegangen ist. Und das ist eine Liga, bei der er zum Teil, ist immer schwierig zu sagen, aber einfach einer der wichtigsten Teile ist, ein Teilhaber, Mitgründer und. Ja, ich weiß nicht, was davon jetzt alles stimmt, aber einfach ein wichtiger Teil der Liga und dem das wirklich was bedeutet. Und selbst der darf nicht mehr für PWG antreten, kriegt aber kaum Auftritte im Fernsehen bei Impact. Dann ist doch klar, dass man da zu einem gewissen Grad enttäuscht ist, dann auf die Barrikaden geht. Leute, ich habe nicht genug Geld, um mir das, was ich hier eigentlich liebe, zu machen. Und überlegt euch da irgendwas. Das ist durch den Festvertrag, würde das Ganze unterbinden. Dann kriegen sie ja entsprechend das Gehalt, eingesetzt oder nicht. Sind zwar auch Exklusivverträge, das nächste sind zwei Arme, die ineinander greifen, ne? Also nicht nur fest, sondern auch exklusiv. Aber es ist zu einem gewissen Grad schon die richtige Lösung, auch von TNA entsprechend einem großen Chaos vorzubeugen. Ne? Frankie, wie stehst du zu sowas? Ist dir sowas egal? Oder was hältst du von sowas, bitte? Wie die Wrestler auch reagieren jetzt gerade? Natürlich ist das vollkommen verständlich. Ja, also wenn das heißt, mit anderen Worten, der Arbeitsplatz ist unsicher und dann ist eine schlechte Stimmung. Das ist ja wohl ganz klar. Mhm. Ja. Das ist halt auch im Wrestling so, ja. Das ist in jeder Fabrik so, das ist in der Altenpflege so, das ist auch im Wrestling so. Mhm. Ja. Es ist ein normales Problem, ne? Also, ja. Entsprechend Autonomalverbraucher auch so, haben. Ja. Schwierig. Ja, ist schwierig. Mich als TNA-Fan, ja, würde es wirklich in der Seele wehtun, wenn ein Joey Ryan nicht mehr da zu sehen wäre. Was ja nicht gesagt ist, dass es hier passieren wird. Nein, ist nicht gesagt, dass es nicht passieren wird. Aber bei einigen Leuten tut es mir wirklich in der Seele weh. Mhm. Zum Beispiel, ich hab mir auch gedacht, Aces and AIDS, jetzt hat man, was weiß ich, wie viele neue Leute für Aces and AIDS reingeholt. Ja. In die Liga. Ja, Wes Briscoe, Knox und so weiter, ja. Mhm. Hätte man das nicht auch mit Leuten machen können, die gerade brach liegen bei TNA? Zum Beispiel Gunner und so ein Kram fällt mir da ein. Mhm. Mhm. Ey, der war letztes Jahr noch, war er einer der vier Finalisten wie hieß das Turnier, dieses Bound for Glory Turnier. Ja, der gehörte zu den letzten vier. Mhm. Ja, und jetzt nix, gar nichts mehr. Ja, aber er ist auch verletzt, glaube ich, ne? Ja, aber der wurde zum Schluss, der wurde nach dem Bound for Glory Turnier auch noch total beschissen eingesetzt. Und jetzt ist er der Lackey, der die rechte Hand von Kid Cash gewesen, der auch nicht mehr eingesetzt wird. Richtig. Ja. Kid Cash ist, glaube ich, sogar nicht mehr Teil der Liga. Ja, Kid Cash ist raus, ja. Der hatte irgendwie unter der Woche, nicht unter der Woche, das war Quatsch, gerade Ausdruck. Der hatte vor einer Weile, hatte er geschrieben, dass er sehr traurig ist, dass es so endet, aber er ist wieder offen für Bookings oder irgendwie sowas. Das war die Aussage dazu. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass die Rückkehr möglich ist, vor allem auch wahrscheinlich für so eine X-Division-Geschichten und sowas. Aber so wie es aussieht, ist er nicht mehr Teil der Liga. Und das heißt auch für Leute, die eben auf ähnlicher Positionen stehen, in dieser Hierarchie TNA, für die Leute wird es ja ähnlich ausgehen. Davon gibt es einfach viel zu viele im Kader. Denn aber ich denke, alle, die eingesetzt werden, ist ja gut, aber wir haben auch so viele, die nicht eingesetzt werden. Ne? Ich denke, was es aber auch ist, viele Wrestler haben Angst, weil es ist wahrscheinlich nicht nur deswegen, es findet momentan ja auch wirklich der große, große Umschwung bei TNA statt. Mhm. Ja. Das System wird komplett umgeändert, die sind jetzt nonstop on the road, das war vorher nicht so. Ja. Und ja, klar. So das ist wie auf der Arbeit, weißt du, wir haben das, ich kann mich noch erinnern, bei uns auf der Arbeit war es auch so, es stand fest, es kommt ein neuer Chef, die Führungsriege wird komplett ausgetauscht und da war es bei uns auch so, da herrschte eine miese Stimmung auf der Arbeit. Ja, das ist wenn, das. Wenn wir jetzt mal das ganz hart ausdrücken, Sven, da möchte ich noch kurz noch was zu dir und dann gehen wir mal endlich weiter in dem Event. Ja. Aber wenn wir das jetzt mal ganz hart ausdrücken, ist es nicht so, dass eigentlich TNA gerade das macht, was die WWE macht und alle Wrestler, die nicht zur WWE wollten, sich lieber für TNA entschieden haben, weil sie da eine gewisse Konstanz haben, eben nicht so viel Reisestress und. Ja. Entsprechend zieht TNA mit WWE gleich. In der WWE würdest du aber mehr Geld bekommen. Sven, heißt das, die Wrestler überlegen sich gleich jetzt, zieh vielleicht doch lieber noch die Notbremse? Also ich denke zumindest alle die jetzt noch per Auftritt bezahlt werden und nicht bis jetzt schon auf Festverträge umgestellt werden, sich das auf alle Fälle durch den Kopf gehen lassen müssen. Mhm. Ob sie nicht vielleicht auch sogar independent mehr Geld verdienen, das ist die nächste Frage, selber klar. Machen. Ja. Weil
ich habe da vor Monaten mal Gerüchte gelesen, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen, weil ich kenne die Verträge nicht, dass die Knockouts pro Auftritt nur $300 oder sowas bekommen, ja. Wahnsinn, und ich meine, müssen ihre Reiseauslagen selber tragen, müssen ihre Outfits selber besorgen. Und dann sind die $300 ein Witz. Ist ein Witz, ja. Und dann wirst du einmal eingesetzt im Monat und hast $300. Ja. Bekommst aber gleichzeitig die Auflage, du darfst keine Independent Bookings annehmen, weil es könnte ja sein, dass TNA dich braucht an dem Tag. Richtig. Das ist natürlich etwas Geld, das ist vor allem aus unserer Fansicht immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, ne, weil wir es nicht genau wissen, wie es ist und, und. Aber ich habe das auch gelesen, dass TNA-Fans wirklich wenig, dass die Damen wirklich so wenig Geld verdienen und ich glaube sogar 300 ist sogar für die Top-Damen die Auslegung gewesen. Aber entsprechend, wir wissen es nicht genau, würde ich sagen, aber wenn dem so sein sollte, dann ist es wahrscheinlich sogar so, dass du bei Independent-Auftritten, wenn du nämlich jedes Wochenende arbeiten kannst, dass du mehr Geld bekommst. Auf alle Fälle. Auch gerade da weiß ich nicht, aber ist einfach die Vermutung, weil da kannst wahrscheinlich pro Auftritt, wenn du bei TNA oder bei WWE warst, was ja viele im Kader sind, kannst wahrscheinlich einiges an Geld verlangen, Independent. Oder auch bei diversen Shows. In Velvet Sky oder sowas, ne? Die würde Independent bestimmt ein paar Dollar mehr verdienen. Ja, nur ist die Frage, wer ist in dieser Kategorie drin? Wird es da auch Ausnahmen geben, dass da einige Damen mehr kriegen als andere oder so? Das ist natürlich auch eine Sache. Und dann, wenn das dann rauskommt, wenn das dann wieder die anderen Damen rauskriegen in dem Sinne, dann ist vielleicht schon mal einer der Gründe, warum die anderen Damen jetzt alle absagen. Ja, dass da eben dann auch eine gewisse Neidfaktor und mit drin ist. Also schwieriges und wenn nicht sogar sehr schwieriges Thema und etwas, was natürlich in der Phase, wo es für TNA sehr gut läuft, da würde ich mal gerne wieder den Bogen zum Lockdown-Pay-Per-View kriegen, ja. In der Phase, wo es ganz gut läuft, gerade wieder auch einiges verkehrt ist Backstage und vielleicht wird es nie wirklich ein Problem werden, das müssen wir natürlich auch, ist alles nur hätte, wäre, wenn, was worüber wir gerade reden, aber muss natürlich auch erwähnt werden, ne? Vielleicht wird es nie ein Problem für TNA, weil immer wieder eine Fluktuation an Wrestlern da ist, die sich wieder bereit erklären, für das und das Geld treten wir an und diesen Reisestress machen wir mit. Mhm. Aber ganz aus der objektiven Rolle sehe ich ein großes Problem für die Zukunft von TNA, wenn das jetzt so kommen sollte. Ja. Aber ich bin natürlich für und alles Hooray schreiend, wenn es kein Problem wird, wenn alles gut ausgeht, wenn das so klappt, wie TNA sich das vorstellt. Das wird so kommen. Dass alles gut ausgeht, meinst du? Ich denke mal, das wird so kommen. Ja. Das also ist im Moment eine blöde Phase. Ja. Da müssen wir Fans und auch die Wrestler und auch alle Leute von TNA durch. Aber ich denke, das wird sich positiv für TNA auswirken. Also, Frank, wenn wir ehrlich sind, ein richtiges Thema machen ja nur wir draus. Ja? Mhm. Also ich glaube, die Wrestler, die haben das Problem genug. Aber es sind vor allem so, wie Leute, die drüber reden, Internetseiten, sowas wie Podcasts und. Ja. Die natürlich daraus Probleme machen, die vielleicht gar nicht da sind. Ja, stimmt. Weißt du? Mhm. Und deswegen müssen wir einfach abwarten, inwieweit sich das auf das Produkt auswirkt, ob es sich überhaupt irgendwie auswirken wird. Und dann können wir nochmal drüber reden. Aber ich glaube, als solches haben wir das Problem erstmal als solches, wir haben es dargestellt. Jetzt müssen wir beobachten, wo es herkommt. Der Beef Backstage ist halt da. Aber vielleicht werden wir on-air davon nie was mitbekommen. Weil es auch normal ist, dass wir wahrscheinlich dann gar nichts mitbekommen von. Ne? Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir mal endlich weiter im eigentlichen Event. Und da geht es nämlich dann weiter mit den Robbies. Ja, also wir schließen mal den Bogen endlich mal wieder zum Event, weil wir haben ja noch eine ganze Menge hier auf der Card. Yo, Bro. Und Robbie E gegen Robbie T, der leider immer noch nicht Nachnamen sich leisten kann, obwohl er jetzt getrennt ist vom anderen Robbie. Das kommt, Rob Terry wird das wieder. Das wird ja, es ist, er kann sich leider noch keinen Nachnamen leisten. Jersey Shore kriegt halt nicht viel Geld da. Und Sven, die beiden Robbies gegeneinander, was hast du? Nix. Gut. Jo. Ja. Frankie, was hast du? Ey, ich liebe diese Fehde. Ich liebe diesen Scheiß, ja. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht, ja. Aber ich find's tierisch unterhaltsam. Mhm. Mich entertaint, das ist natürlich nichts Tolles, ja, aber das entertaint mich einfach, ja. Ist doch gut. Wenn so ist, dann ist ja das auch ist das klassische, endlich kriegt der Kleine mit der großen Fresse so vom großen Dicken endlich mal aufs Maul, ja, was ja. Längst überfällig war. Also als Mark. Aus reiner Mark-Sicht jetzt quasi, ja. Aber ich mag die Fehde und ich habe mich auch darüber gefreut, Rob Terry jetzt als, ja, der ist jetzt ein Face und ich glaube, boah, macht TNA jetzt alles richtig, ja. Dann schießt er ganz schnell Richtung Main Event. Mhm.
bin ich von überzeugt. Ob das dann richtig der ist? Der macht das nämlich gut. Der ist gut. Der ist nicht nur ein Muskelprotz, sondern ich finde irgendwie, seit diesem Bro-Off, was sie da gemacht, wie hieß das, nicht Work-Off, sondern Bro-Off, was sie Bro-off, da gemacht hat, ja, seitdem hat Robbie T mich überzeugt. Ja, das war richtig cool. Ein Unterhaltungsfaktor, ja. Ja, das war richtig cool. Er kann wirklich einen auf witzig machen. Aber er ist auch kein guter Wrestler. Nein, ist er nicht. Er ist sicher nicht Richtung Titel da gehört irgendwo. Zeig mir, Matze. Wir gucken jetzt schon lange Muskelpakete und da, die waren alle nicht besonders gute Wrestler. Hulk Hogan war, mal ein guter Wrestler, trotz der Muskelpack, trotz der Muskelpower. Doch, in Japan hat er geile Sachen gemacht. Also ich habe alte Sachen von ihm aus Japan gesehen, das war echt cool. Also Hulk Hogan ist halt, ist ein bisschen die Ausnahmestellung. Ne? Ich meine, ob der nun ein guter Wrestler ist oder nicht, aber er ist halt der Wrestler. Ja, das ist Hernandez halt vielleicht. Schwierig. Hernandez ist mit der Muskelmasse. Der ist Ich würde auch Lex Luger zu einem gewissen Grad in seiner Karriere als guten Wrestler bezeichnen. Aber also zumindest als anständigen Wrestler, muss man eher so sagen. Ja, aber ich glaube, das kriegt Robbie T auch noch hin. Oh, jetzt ist gerade hier großes Tohuwabohu. Wo? 2-0 gefallen für Arsenal und na gut, nach 5 Minuten Zeit, entsprechend kurz hier Live-Bericht, ja, Arsenal führt 2-0, wenn sie noch ein drittes schießen, ist Bayern raus. So, aber Robbie T gegen Robbie E und das T gewinnt gegen das E. Ja, ich finde es aber schade, weil ich mag das E eigentlich auch, ja. Das E hat einen sehr hohen Entertainment-Faktor, ja. Und ich frage mich, in welche Richtung man mit ihm, also mit Robbie E gehen möchte. Ja, der auch. Man ist wichtig, man braucht diese Leute, ja. Mhm. Naja, klar. Auf jeden Fall braucht man die. Aber gehen wir mal lieber ins... Bitte? Schlechter ist er nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Guter Wrestler und, aber ich... Ja. Die ich gut finde, habe ich schon öfter gesagt. Er ist auch zumindest so gut und glaubwürdig, dass er als mit Card Heel seine Gegner aufbauen kann. Ja. Absolut. Er ist halt ein fertiger Charakter, der entsprechend auch dazu führt, dass andere an ihm aufgebaut werden können, ne? Ich finde aber, Robbie E sollte nicht nur die andere aufbauen, ich finde, der sollte auch mal ein bisschen mehr aufgebaut werden. Er ist ja ein ehemaliger... Das ist so einer, den ich sehe, der müsste auch mal aufgebaut werden, weil der ist gut. Das war Television Champion war er, ne? Ja. Television Champion. Aber nur kurz, wirklich nur ja, kurz. Ja, naja. Aber Lachnummer. Aber er war es. Ne? Und Exhibition Champion war er doch auch. Auch nicht lange, aber ne? Stimmt doch, oder? Ich glaube, ja. Also für mich ist Robbie E noch nicht mal ein Midcarder. Also ich sehe den wirklich eher in der Lower Midcard. Also ich bin mir relativ sicher, dass Robbie E ein ehemaliger Exhibition und Television Champion ist. Ja, stimmt, hast recht. Ja, ne? Für einen Monat. Warte, Moment, ich guck mal kurz. Also, kann natürlich auch falsch sein, aber ich habe das irgendwie auf dem Radar gehabt. Aber komm, ist am Ende auch. Auch egal. Du hast recht, ich schau grad. Er hat X-Division Title von am 7.11.2010 gewonnen und hielt ihn bis zum 18.12.2010. Okay, also nicht lange, aber er war ein ehemaliger Champion. Ja, richtig. Ja. Gut, haben wir das geklärt. Gehen wir lieber in ein Match, was ich wirklich richtig gut fand, nämlich es geht um das Three-Way Tag Match um die World Tag Team Titles zwischen Chavo Guerrero und Hernandez gegen Chris Valdez und Kazarian, also Bad Influence, und die Tag Team Champions Bobby Roode und Austin Aries, die das am Anfang recht interessant gemacht haben, dass eben Austin Aries alleine da steht. Die Vertragssituation um Bobby Roode sozusagen auch rein storytechnisch sozusagen abgeschlossen wurde, von wegen hier Mittelfinger für alle Internet-Dirt-Sheets. Ja, für euch, Bobby Roode ist da. Sven, wie fandst du das von der Darstellung her? Hast du auch kurz einen Moment überlegt, oh Gott, Bobby Roode ist wirklich nicht da, wer kommt denn jetzt? Hast du diesen kurzen Moment gehabt? Nee. Gerade wenn er sich so hinstellt und sagt, ja, selbstverständlich könnte ich da auch alleine rausgehen und kein Problem haben. Da war mir schon klar, Bobby Roode ist da. Mhm. Aber du hast wirklich den Moment nicht gehabt, was viele ja im Internet geschrieben haben, oder jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt der und der. Nee, hatte ich nicht. Also es ist auch schon rechtzeitig vorher noch gepostet worden, dass Bobby Roode da ist und dass es wohl doch geklärt ist. Und mir war zumindest klar, dass er für diesen Abend zurück ist. Ja. Ob das dann eben so eine Eintagesverlängerung ist, wusste man halt zu dem Zeitpunkt nicht. Wissen wir jetzt ja auch, denke ich, noch nicht fest, ne? Na, außer dass eben nach dem Match Bobby Roode gesagt hat, irgendwie diese Geschichte geht weiter oder so. Hat er, glaube ich, in die Kamera gesagt, ne?
Diese Geschichte wird nicht enden. Irgendwie sowas hat er gesagt. Ich weiß nicht mehr ganz genau vom Wortlaut. Ja, das kann man jetzt halt auslegen, wie man will. Genau, genau. Also ja, das stimmt. Das kann man. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Da kann man nicht noch auslegen, Leute, hier. Stimmt. Entweder hier Tag-Team-Geschichte geht noch weiter oder hier Vertragsverlängerungsgeschichte geht noch weiter. Kann man beides. Ja, stimmt schon. Schwierig. Aber am Ende, Bobby Roode ist da. Entsprechend würde ich zu einem gewissen Grad, es ist der Mittelfinger an alle Dirt Sheets, ne? Die halt da das ausgetragen haben, was wahrscheinlich gar nicht gewollt war. Aber man muss auch nicht unbedingt ein Dirt Sheet-Mitglied sein, um mitzubekommen, dass Bobby Roode entsprechend letzte zwei Wochen nicht bei Impact war. Entsprechend da die Frage natürlich auch schon da ist, wo ist der eigentlich? Und das wurde hier einfach so aufgeklärt. Und es wäre am Ende ein richtig starkes Match dieser drei Teams, oder? Es war ein richtig starkes Match, vor allem dann, wenn Bad Influence gegen die Tag Team Champions im Ring waren. Mhm. Ich fand die Anfangsphase, als die Faces dominiert haben, die fand ich zu lang und zu einseitig. Ich finde es nicht gut, wenn Faces zu lange dominieren. Okay. Nee. Aber sobald dann eben die Heels auch gegeneinander aktiv geworden sind, ist es richtig, richtig gut geworden. Ja. Großer Vorteil in dem Match ist, dass die beiden Mexikaner eben hier Lokalmatadoren waren. Richtig. Und da auch die Halle zum ersten Mal richtig laut war. Und das, obwohl eben die Akustik so schlecht war. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, live muss das eine super Stimmung gewesen sein in dem Moment. Bestimmt. Hernandez ja auch mit neuem Outfit, also wo die Texas-Flagge oder die Umrisse des Staates so ein bisschen auf der Hose mit drauf waren, ne? Mhm. Und dass Chavo automatisch in San Antonio funktioniert, sollte auch keinen überrascht haben. Frankie, das Match, gehst du mit uns mit? War eigentlich ein richtig gutes, ne? Ja, also es war wirklich eines, es war eigentlich eins der Matches, für die ich mich am wenigsten am Anfang interessiert hatte. Ja. Aber dafür war es geil. Aha. Dafür fand ich es richtig gut. Allerdings, ich sage trotzdem weiter, für mich, die beiden, die das Match getragen haben, sind für mich Christopher Daniels und Kazarian gewesen. Mhm. Das auf alle Fälle, ja. Ja, das ist einfach, da kommt keiner mit im Moment bei den beiden. Das ist, was die zwei, die haben sowas von drauf, ein Match zu führen, über 20 bis 30 Minuten. Ich glaube, die kannst du sogar eine Stunde in den Ring stellen. Die kriegen das hin, die zwei schaffen das, dass das Match interessant bleibt. Mhm. Ja. Das ist halt Unterhaltungsfaktor pur, ne? Ja. Eben nicht nur rein vom Wrestling her, sondern eben auch, weil sie irgendeine Spirenzchen zwischendurch machen, die das Ganze dann wieder auflockern, ne? Und was ich nicht haben möchte, ehrlich gesagt, ich möchte Bobby Roode und Austin Aries nicht als TNA World Tag Team Champions haben. Okay, warum? Diese beiden, das sind Main Event Wrestler, ja, die haben nichts in der Tag Team Division zu suchen. Aber ist das einfach nur da, um den Tag Team Titel wieder ein bisschen aufzubauen, ja? Dass man zwei der absoluten Top-Heels diesen Titel gegeben hat, ja. Aber schwächt das eher Bobby Roode und Austin Aries? Okay. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich auch. Aber ich sehe es eher so, dass dadurch jetzt Bully Ray gestärkt wird. Weil dadurch, dass eben diese beiden Main-Eventer, die sie ja sind, diese beiden Topstars, rausnimmst aus dem Titelrennen, in eine andere Division steckst jetzt für den Moment, kannst du eben jetzt hier voll die Liga auf Bully Rays Schultern packen, ihm den Ball geben und sagen, renn damit. Das stimmt schon. Aber ist das für Bobby Roode und Austin Aries das Richtige? Also ich glaube zumindest nicht, dass es schlecht ist. Denn die beiden machen das ja richtig, richtig gut. Ja. Und dass Bobby Roode das gut macht, ist klar. Das ist einer der erfahrensten Tag-Team-Wrestler, die TNA zu bieten hat. Ich meine auch so promotechnisch und alles vom Auftreten her. Wahrscheinlich hätten sie im Main Event aktuell nichts zu suchen. Und dementsprechend sind sie doch in der Tag Team Division sehr gut aufgehoben, weil sie das doch, es kommen anständige Matches bei raus, es kommen tolle Promos bei raus, entsprechend ist doch alles schick. Hm. Dass sie vielleicht höher gehören, klar, argumentativ sofort, ja. Aber was würde im Main Event mit ihnen passieren? Gar nichts. Also ist Tag Team im Moment besser. Dürfen sich hinlegen gegen Jeff Hardy. Wahrscheinlich, ja. Also gegen ein Face Jeff Hardy stinken sie im Moment nicht an. Haben sie ja auch, da kommen sie ja her. Also sie kamen ja aus dieser Fehde. Da kommen sie ja gerade frisch her. Das wäre ja nur die x-te Auflage der Fäden wieder, ne? Mhm. Und auf der Heels-Seite steht Bully Ray jetzt ganz oben. Und bevor ich dann Austin Aries und Bobby Roode unter Ferner liefen habe, sehe ich sie doch lieber im Tag-Team und die Geschichte weiter vorantreiben, dass sie alle Titel haben wollen. Mhm.
Was er nach wie vor, also Bobby Austin hat gesagt, Bobby Roode, du kannst den Damentitel haben, kannst von mir aus auch den Television-Titel haben, ich nehme den World-Titel, dann sind wir alle glücklich. Also schon die wirklich unterhaltsame Promos vor allem, aber sie liefern eben auch nicht nur, also they talk the talk and walk the walk as well. Und das ist etwas, was es im Wrestling sehr, sehr selten gibt. Zumindest in der Form. Und ich würde sagen, ausnutzen, dass es gerade so gut läuft. Also warum die jetzt auf Teufel komm raus in den Main Event holen oder wo sie über kurz oder lang sowieso wieder landen werden, ganz sicher sogar. Aber wie Frankie eben schon sagt, man hebt natürlich damit auch die Tag Team Division an. Ja. Und das ist etwas, was der Tag Team Division bei TNA eine Zeit lang wirklich gefehlt hat. Und es ist ähnlich, also ich vergleiche es mal mit einer Zeit, wo Beer Money Tag Team Champions waren. Da war die Tag Team Division echt schlecht bei TNA. Ja. Aber es hat keinen interessiert, weil wir tolle Tag Team Champions hatten. Und so ähnlich würde ich das gerade auch wiedersehen. Da könnte man jetzt nochmal auf das Thema kommen, was wir eben hatten, dass so viele Leute bei TNA momentan brach liegen. Wenn man so eine beschissene Tag Team Szene hat, ja, warum macht man keine neuen Tag Teams? Man hat so viele Leute, die auf der Ersatzbank sitzen. Ja. Ja. Man könnte mit den Leuten, wenn man ein bisschen sich, ich glaube, also ehrlich, also ich traue es den Backstage-Leuten von TNA zu, doch aus dem Material, was man da hat, wenigstens ein oder zwei brauchbare Tag-Teams zusammenzuwurscheln. Ja. Ja. Aber warum macht man das nicht? Wenn dann wieder ein Team richtig funktioniert, dann werden sie gesplittet, weil man mit den Einzelwässern was vorhat. Ja. Und das geht ja in die Regel in die Hose, ne? Ja. Aber es ist, wie es ist. Sven, ich denke, nicht überraschend, als dann Bobby Roode da war, dass das auch zur Titelverteidigung führt, oder? Auf alle Fälle. Denn wenn er nicht da gewesen wäre, dann war ja die Frage noch, wer kommt da, verliert Austin Aries vielleicht einen Titel, verteidigt ihn alleine, holt er sich einen neuen Partner und. War ja die ganze Spekulation, die wir ja auch im Chaka geführt haben, die ja ein bisschen absurd war im Vorfeld, weil wir ja nicht genau wussten, was überhaupt die Situation ist. Aber da das nun mehr oder weniger mit so per sofort alles ad acta gelegt wurde, ist die Situation Roode Aries und dementsprechend lauf weiter mit dem Ball, ne? Im Endeffekt war mir auch klar, dass Bobby Roode den Sieg einfahren wird, wenn das Team gewinnt. Nachdem sie auch mit Austin Aries Musik rausgekommen sind, sonst immer mit Bobby Roots Musik. Ja. Habe ich damit gerechnet, ganz ehrlich, ja. Mhm. Okay. Ich möchte auch nochmal erwähnen, wie beeindruckend ein Hernandez ist. Ja. Er ist nicht immer 100% sauber, aber einfach nur beeindruckend, was der Typ für eine Power hat. Ja. Und diese Dives übers Top Rope sind immer wieder eine Schönheit. Ja. Er ist ein Shawn Michaels Schüler, habe ich das richtig verstanden? Richtig. Ja, dann weißt du, woher es kommt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass mich jetzt persönlich ein Chavo im Jahr 2013 absolut nicht mehr anspricht. Der Typ geht mir so auf die Nerven, tut mir leid. Ja. Also habe ich hier auch auf meinem Notizzettel stehen, als eine von den wenigen Notizen, die ich zu dem Match habe, Chavo Sachs, tut mir leid. Ja, es ist schade. Der holt mich einfach nicht mehr ab und dieses ganze Team ist einfach nur ein Abklatsch von einem Abklatsch und unterhält mich prinzipiell nicht und das liegt nicht zwingend an Hernandez, sondern eher an Chavo, der mit dieser lahmen Mucke reinkommt und seit Jahren nur vom Eddie-Hype lebt. Ja. Und tragisch, ne? Ja, es ist tragisch. Ich habe ihn damals in der WCW gern gesehen, in der Cruiserweight Division. Mhm. Mit Pippe. Mit Pippe. Und ja, das war super. Das war richtig gut und auch in der Anfangsphase in der WWF damals, oder schon in der WWE, in der Cruiserweight Division, die Fehde gegen Rey Mysterio und sowas, war alles auch super, ja. Oder auch Los Guerreros als Team, super. Obwohl ich hier diese, also jetzt, um was Positives auch mit Chavo zu sagen, ich fand diese Spots mit den Three Amigos, die fand ich wirklich gut, wo alle immer kamen und er einfach immer weiter Three Amigos verteilt hat, die fand ich gut. Hat man das nicht erst in irgendeinem Rumble-Match von ihm gesehen? Ja. Also ich weiß nicht, ob das schon mal da war, bestimmt letztes sogar. Letztes Jahr? Aber ich fand das hier echt gut. Das hat mir gefallen, weißt du? Dass das einfach, das war richtig so an der Stelle. Und zeigt eben auch entsprechend, dass er die Größeren auch wegbumsen kann mit der Aktion. Und ja, und am Ende ist es, glaube ich, dieses Match ist schon ein Zeichen dafür, dass Hernandez Richtung Main Event geht. Mal wieder. Ja. Erneuter Versuch, wir wollen schon im Main Event. Ja. Also. Ja, es wäre ja überfällig. Weil immerhin, Hernandez ist auch schon super lange bei TNA dabei und er hat auch immer einer der wenigen, die Tag Team Division mitgetragen haben. Mhm. Ja, ist so. Und wenn man Bobby Roode und James Storm zum Main Event dann macht, dann ist das eine logische Konsequenz, dass
Hernandez, dass das mit Hernandez demnächst auch passieren wird. Wahrscheinlich. Weil das Zeug dazu hat. Aber er redet nicht gut. Ich glaube, er ist nicht gut am Mikrofon. Für mich funktioniert er nicht als Einzelwrestler. Okay. Das hat damals schon nicht geklappt, als er da diesen Feast of Fire-Koffer hatte und dann sein Titelmatch eingecashed hat in dem Four-Way und ein Five-Way draus macht. Ja. Das hat damals schon nicht geklappt in der Fehde gegen Matt Morgan, nachdem Matt sie Morgan, vorher Tag Team Champions waren. Mhm. Ich weiß nicht, also irgendwie dem fehlt für mich irgendwas als Einzelwrestler. Er ist so ein klassischer Tag Team Wrestler, aber dann ist auch meiner Ansicht nach Chavo nicht der richtige Partner für ihn. Okay. Also ich denke, es ist ja offensichtlich, dass das TNA ihn immer mal wieder Richtung Main Event haben will, ne? Aber es einfach nicht so richtig funktioniert. Ja. Wieso, weshalb, warum, werden wir nicht richtig rausfinden können, aber alle diese Faktoren, die ihr gerade aufgezählt habt, werden zu einem gewissen Grad damit reinzählen, ne? Bestimmt, ja. Und es wird wahrscheinlich wieder so sein, aber das Match hat mich irgendwie, also ich habe dann immer zwischendurch gedacht, okay, das ist bestimmt hier so ein Test, hier, guck mal, Bobby und Aries kommen aus dem Main Event, jetzt macht Hernandez gerade, da hält er anständig mit, das ist bestimmt schon mal wieder so ein Zeichen, okay, dann splittet mal hier den Abklatsch und Abklatsch, so wie Sven das gerade gesagt hat, dann geht Hernandez Richtung Main Event und Chavo macht irgendwas, um irgendwen aufzubauen oder keine Ahnung, oder geht vielleicht selber in die X-Division, keine Ahnung, ist am Ende auch egal, ja. Werden wir sehen, was daraus wird, ne? Gehen wir mal lieber ins nächste Match und von hier an sind die restlichen Matches nämlich Käfig-Matches und zwar noch drei. Das erste ist Wes Briscoe gegen Kurt Angle, was Wes Briscoe gewinnt. Und ja, Sven, was hast du zu diesem Match? So vom ganzen Aufbau her. Es lief genauso, wie ich es erwartet habe. Dass Kurt Angle Wes Briscoe dominiert nach Belieben im Endeffekt. Wes Briscoe war klar, dass der keine Chance hat. Und ich denke, das war auch der Grund, warum sie das Match überhaupt in den Käfig gesteckt haben, weil du hättest nie einen Kurt Angle von einem Wes Briscoe gepinnt oder zur Aufgabe gezwungen bekommen. Wahrscheinlich, ja. Und ein DQ oder Countout-Finish wäre bei einem Pay-Per-View schon sehr schwach gewesen. Insofern war es logisch, dass das Match hier direkt in den Käfig geht. Und das, Outside Interference das Match entscheiden wird. Und findest du es okay so? Ja. Ja? Ja. Gut. Das ist ja der grundlegende Unterschied zwischen unseren Ansichten vom Wochenende gewesen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast auf Kurt, du hast auf Kurt Angle getippt. Ich habe auf Kurt Angle getippt, ja. Aber es ist am Ende ist es ja nicht schlimm, wie es so ist, ne? Ich dachte, du hattest doch auf Angle getippt, weil du gedacht hast, dass die Story dann besser weitergeht. Aber ich denke, dass genau jetzt mit diesem Sieg von Wes Briscoe durch diesen Eingriff hier noch mehr Türen geht auch weiter, klar. Logisch. Das ist ja das, was ich am Wochenende erklärt hatte, ne? Dass in der Regel ja eine Fehde weitergeht, wenn der Heel gewinnt. Ja. Aber ich habe einfach irgendwie in der Konstellation habe ich irgendwie gedacht, okay, jetzt muss Angle gewinnen, damit eben ein anderer kommt, also dass Garrett kommt und dass Wes eben wiederkommt und so, also was wahrscheinlich trotzdem passieren wird, aber ich hätte mir irgendwie dann den Angle-Sieg dann eher vorstellen können, ja. Aber ist ja am Ende auch egal, Wes Briscoe gewinnt, ne? Durch Eingriff von D'Lo Brown frage ich mich nur, warum versteckt er sich? Ist doch ein Käfig-Match, ist alles erlaubt. Es ist warum, TNA. Warum versteckt sich D'Lo Brown vom Ref? TNA, der spricht am Schluss echt noch eine DQ aus. Nachdem D'Lo ja fast schon die Tür kaputt gemacht hat. Ja, die ging nach innen. Ne? Ja, ich habe gedacht, D'Lo, lass die Tür ganz. Mann. Die brauchen wir noch. You are better call someone. Ich bin schon dann wieder da und muss die Tür zuhalten. Ja. Was haltet ihr denn von Wes Briscoe? Ich finde den nicht schlecht. So wie, also ich lese ja viele, was Leute den ja wirklich schlecht finden. Ich finde den nicht schlecht. Er hat ganz komische Gesichtszüge, wo ich mir immer frage, okay, was hast du da gegessen, dass du so komisch guckst? Und er hat eine komische Aussprache von Wörtern. Er sagt ja mal Hulk Hagen und er sagt Kurt Angle. Also der hat irgendwie ganz klar, also das ist wahrscheinlich dieser Slang, den er hat da, wo er dann halt herkommt. Aber es klingt ein bisschen komisch. Und dazu die Gesichtszüge wirkt er ein bisschen lustig, aber er ist kein schlechter Wrestler. Ist er bestimmt nicht. Kann er gar nicht sein mit dem Nachnamen. Wrestlerisch auf alle Fälle noch Defizite. Er ist klar. Ja. Ist er noch jung? Definitiv kein Meister, der vom Baum gefallen ist. Ja. Ich finde seinen Look grauenhaft. Diese ganzen komischen Tattoos.
und die Haare und ja. So jung ist der gar nicht mehr. Ich guck grad, der ist 30 schon. Ja, weißt du, das ist mir gerade bei der letzten Impact-Ausgabe aufgefallen, als er mit so Gesundheit. Okay. So strähnigen Haaren zum Ring kam und hat ausgeschaut wie der letzte Penner. Das und ist ein Biker. Ja, deswegen, ich finde. Penner-Biker. Ich würde auch gerne was, also ich gehe damit, was das Wrestlerische angeht, gehe ich da mit dem Sven mit. Der zeigt gute Ansätze, aber der botcht noch irgendwie zu viel. Ja. Aber allerdings, das Gimmick, ja, als dieser, der Langhaarige, also ich finde, als Rocker-Typ kommt der voll rüber. Finde ich persönlich. Okay. Also ich, also, und auch wie er sein Einzug, wie er da, was weiß ich, wie er sich in den Käfig gekrallt hat und dann ins Publikum schreit und so, das fand ich schweinegeil. Und ich finde, der kommt als Heel super geil rüber. Also bei mir hat das Gimmick und sein Charisma irgendwie gezogen. Also er ist nicht so ohne schlecht, schwul wie jetzt zu kriegen dabei, ja. Im Internet, ne? Frankie ist nicht so schlecht, wie er im Internet gemacht wird. Ja. Und das ist halt etwas, klar, vielleicht vergleicht man automatisch mit Jack und Jerry Briscoe, wo ich glaube, dass ein Großteil von den Leuten, die West Briscoe am Wrestling-Stil kritisieren, nie ein Match von Jack oder Jerry Briscoe gesehen haben. Ja. Aber das ist auch normal. Dementsprechend würde ich einfach sagen, gebt dem ein bisschen noch die Chance. So lange Wrestler ist der noch nicht. Ich glaube, erst 3 oder 4 Jahre. Er hat 2008 oder so angefangen. Ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber 2009, glaube ich, kam er erst zur FCW. Also so lange kann der noch nicht Wrestler sein als solches. Ja. Denn er kommt ja aus dem Ringen und Surfen oder irgendwas kommt er doch her. Also er hat ja erst später mitbekommen, ach ja, Wrestling gibt's ja auch noch. Dementsprechend gibt ihm noch ein bisschen Zeit, zurechtzukommen mit allem. Und in der Fehde mit Kurt Angle kann man nur wachsen. Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, einfach abwarten und Tee trinken, was damit passiert. Und Frankie, jetzt zum Sieg selber von West Briscoe, auch wie er zustande gekommen ist, okay für dich? Ja, das war wohl klar. Da habe ich wohl auch mit gerechnet. Das war klar. Ich habe gedacht, dass es... ich hätte jetzt nicht gedacht, dass D'Lo reinkommt. Ich hab mit Garrett Bischoff wieder gerechnet, aber ja. Das war an sich war mir das klar, dass West Briscoe das Ding gewinnt. Okay. Unfair. Garrett ja. Mittlerweile, es waren auch so viele über Garrett am Schluss. Den finde ich mittlerweile auch gar nicht mal mehr so schlecht. Ja, er wird halt richtig eingesetzt. Der wird richtig eingesetzt. Ja, das gefällt mir. Und ich finde, der ist auch im Ring gar nicht mal, der war anfangs schlechter, aber mittlerweile, das ist jetzt seit einem Jahr ist er dabei. Und ich, Entschuldigung, der macht Fortschritte. Ja, und das sieht man ganz deutlich. Ich find's auch so, anfangs hatte ich befürchtet, man knallt ihn direkt, weil es der Sohn von Eric Bischoff ist, man knallt ihn direkt ins Main Event Geschehen ein. Gott sei Dank hat man es nicht gemacht. Er wird richtig eingesetzt, ja, und das profitiert davon und er lernt. Ja, das gleiche wie West Briscoe. Ich meine, es war on-air eine Fehde mit Kurt Angle, aber Backstage halt viel trainieren mit Kurt Angle unter anderem. Ja. Und das ist natürlich, und vor allem hat er auch eine ganze Menge Charisma, was man dem gar nicht zutraut. Garrett. Alleine der Gesichtsausdruck, dieses total Arrogante, das kann der richtig gut und entsprechend funktioniert der Charakter er als ist einer. Ein Bischof. Von, ja, ne, richtig. Ja, das heißt ja nicht, dass du es automatisch kannst, ne? Ja. Aber von den ganzen Aces und Aids-Mitgliedern ist er einer von denen, die am besten funktionieren. Einfach weil er das so gut rüberbringen kann. Ja, richtig, ja, ja. Ne? Er ist vielleicht nicht einer der besten Wrestler von den Assen und Achten, aber rein von der Darstellung her ist er einer, der am besten funktioniert. Ja, wie gesagt, und im Gegensatz zu euch, also bei mir funktioniert West Briscoe. Ich finde den spitze. Also zumindest was die Darstellung angeht und wenn er seine Promos hält, die paar, die er gehalten hat, ja, ja. Bei mir hat der Einzug vollgezogen. Okay. Wie er da am Käfig rüttelt und wirklich übel böse, wie der letzte Penner, wie der letzte Punk ins Publikum guckt, ja. Ja. Also ich fand, das kam richtig authentisch rüber. Okay. Ja. Ist doch schön, dass es so ist. Ich finde, der muss noch lernen, aber ich glaube, ich könnte West Briscoe Fan werden später mal. Warum nicht? Ich fand ihn gut. Also bei mir hat er gezogen. Und halt ein wichtiger Sieg für ihn, ne? Ja, richtig, ja. Darf man nicht vergessen an der ganzen Geschichte. Ja, der steht den allmächtigen Kurt Angle. Ja. Ja. Denn am Ende steht das W, ne? Der Kurt Angle, der ja von sich sowas von überzeugt ist, ich fand diese Promo am Anfang wieder so schlecht, habe ich am Wochenende schon erzählt, dass sie das echt wiederholen. Du hast keinen Respekt für Kurt Angle, dann hast du keinen Respekt fürs Wrestling-Geschäft. Und alles sowas. Und immer wieder dieses sich selber so doll
präsent darstellen und scheinbar unglaublich selbstverliebt zu sein und weiß nicht, ein Ego haben wie sonst was, fand ich Tess, aber fand Tess Kommentar ganz gut. Leute, ihr sagt, wir von Aces and Aids haben ein Ego, guckt euch mal Kurt Engel an. Den fand ich gut, den Satz, weil das stimmt. Also ich kann damit gar nicht umgehen. Ja, kann man so arrogant sein, das auch noch dann immer wieder so dargestellt. Ja, klar ist Kurt Engel einer der Besten. Aber das müssen andere sagen über dich. Wenn ich das selber mache, machst du mich arrogant und schon verlierst du den ganzen positiven Effekt dabei. Ja, aber pass auf, du kriegst das jahrelang, du kriegst das 10, 15 Jahre lang, kriegst du es jeden Tag tausendmal um die Ohren geballert, dass du der Beste bist. Hm. Ja. Das ist klar. Das macht die menschliche Psyche nicht unbeschadet mit. Und man sieht man's. Ja. Aber es ist trotzdem, wirkt immer ein bisschen komisch, ne? Ja, stimmt schon. Ja. Aber komm, Wes Briscoe gewinnt. Kurt Engel. Am Ende, er hat's ja auch verdient. Darf man ja nicht gegenhalten, ne? Ja. Also wer gegenhält, der hat dann entsprechend auch wieder nichts zu suchen. Aber ich finde das einfach übertrieben. Vor allem auch, dass man es immer wiederholt in diese Promos. Weil ich glaube auch, da werden Backstage einige den Kopf geschüttelt haben über die. Also ich hab ja am Wochenende schon erzählt. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ich bin, wenn du Kurt Engel nicht respektierst, dann respektierst du das Wrestling nicht. Oder also wirklich solche so an seiner Person festgemachten Aussagen am Wrestling ganz allgemein. Das ist etwas, was eigentlich gar nicht geht. Aber gut, komm, ist egal. Gehen wir lieber ins Lethal Lockdown Match. Und da standen Sting, Magnus, Samoa Joe, James Storm und Eric Young gegen die Asse und Achten, also Aces and Eights in Form von Garrett Bischoff, Mike Knox. Oder sagen wir einfach mal die Namen, die jetzt entsprechend bei Aces and Eights sind, also Bischoff, Knox, Doc, Devon, Anderson. Ja. Das sind ja die Namen, die sie jetzt bei Aces and Eights haben, entsprechend auch da mal in die ganzen Seiten, also wie Genickbruch und Cage-Match, das hoffentlich irgendwann auch mal ändern. Denn Fehler fand ich zum Beispiel schon von Christy Hemme, die nämlich Anderson als Mr. Anderson angekündigt hat, was nämlich gar nicht mehr gewollt ist eigentlich. Aber an der Stelle soll die Kritik schon wieder aufhören. Fehler fand ich ein bisschen schade. Das Mister ist ja gestrichen, seitdem er bei Aces and Eights ist. Ja. Egal, haben wir erwähnt, fertig. Frankie, das Match, wie hat's dir gefallen? Es war halt, es hieß ja Lethal Lockdown Match. Es war halt, bis auf die Tatsache, dass der zweite Ring fehlt, war es ein klassischer Wargames. Ja. Ja. Und das Problem bei den Wargames ist, die ziehen sich immer, also in der Mitte ziehen die sich immer ein bisschen. Am Anfang wird's interessant. Es wird interessant, wenn's vier Mann sind auf einmal im Ring, ja. Aber in der Mitte kommt da immer so ein Leerlauf rein und das hast du bei diesem Lethal Lockdown Match auch gehabt, ja. Mhm. Und natürlich der Schluss wird dann wieder interessant. Ich war überrascht, dass Aces and Eights verlieren. Ja. Aber andererseits muss es auch wieder klar sein, dass ja, wenn Sting wieder zurückkommt, dann ist es auch klar, dass Stings Team gewinnt. Ja. Aber zum Glück war ja das noch nicht das Ende der Aces and Eights an diesem Abend. Aber wenn das so gestanden hätte, dann wäre die Storyline schon wieder sehr fragwürdig gewesen, ne? Ja, richtig. Was sie ja zu dem Zeitpunkt schon alle im Kopf hatten, obwohl wahrscheinlich auch viele das irgendwie im Kopf hatten, dass Bully vielleicht doch der Anführer ist oder so, ne? Was mich gefreut hat, ich habe ja, wie gesagt, ich habe eine Zeit lang kein TNA geguckt, ein paar Wochen lang, ja. Ja. Ich habe gesehen, dass Magnus als Face zurück ist. Wieder mit Samoa Joe in ein Team gepackt wurde. Mhm. Ich habe die zwei ja als Tag Team geliebt. Ich fand die super, die zwei. Ja, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Ja. Und Eric Youngs Rückkehr hat mich gefreut. Mhm. Ich der mag dann auch den finalen. Ah, ja, der ist zwar, er ist zwar in die Hose gegangen, ja, aber er wollte ja diesen Flying Elbow, diesen Randy Savage Elbow vom ganz oben vom Käfig zeigen, aber ist leider in die Hose gegangen. Habe ich aber gedacht, Eric Young kriegt das nicht hin. Was, wieso in die Hose gegangen? Was meinst du? Der sah komisch aus, der Elbow Drop. Ja, du landest automatisch anders, weil die Höhe anders ist. Du musst ja sicher landen. Aber er hat auch voll getroffen. Er hat voll getroffen, das stimmt schon, aber der Flug einfach, in der Luft sah es komisch aus, wie er gesprungen ist. Okay. Ja, das macht wahrscheinlich entsprechend. Randy Savage das nicht auch mal vom Käfig runter gezeigt? Bestimmt, ja, klar. Ich meine, er hätte es gezeigt und das sah bei Randy Savage viel schöner aus. Aber Randy Savage war der Meister. Ja, das ist richtig. Ja, der vom Flying Elbow Drop auf jeden Fall. Ja, keiner hat so schön Flying Elbow Drop gehabt wie Randy Savage, ja. Entsprechend ist dir aufgefallen, dass das Dach fehlte bei Lethal Lockdown? Frankie? Das Dach, wo sollte ein Dach sein? Auf dem Käfig? Vom Käfig. Hm? Das hing über der Halle. Das haben ist mir nicht Dach aufgefallen. Nein, ich habe drauf. Ganz ehrlich, entschuldigt, ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe zwischendurch immer wieder mit meiner Freundin telefoniert. Ach so, also im Gegensatz zu den sonstigen Lethal Lockdown Matches abgesehen, ich glaube vom ersten oder vielleicht sogar alle.
Ich glaube, im ersten gab es auch kein Dach. Aber auf jeden Fall alle danach, abgesehen von diesem, hatten halt ein Dach, wo die Waffen dran hingen. Also, was ich, Gitarren und Kendo-Sticks, Stühle. Ach, ja, und, stimmt. Und oben auf dem Dach lagen Stühle und Leitern. Und das ist ja eigentlich Diesel Lockdown. So, ja. Es gab aber technische Probleme scheinbar. Das Dach hing über der Halle, also das Dach des Käfigs hing über der Halle. Und aus irgendeinem Grund war es nicht möglich, dieses Dach abzuseilen. Und deswegen wirkt es halt ein bisschen skurril, weil das Ding mit 2 Mülltonnen gefüllt mit Waffen kommt. Moment mal. Wurde der Käfig von der Halle runtergelassen? Nein, der wurde aufgebaut. Ich meine, gesehen zu haben, wie auf einmal, das wird normalerweise nie gezeigt, aber ich meine, gesehen zu haben, wie etliche Crewmember reinkamen und den Käfig von außen aufgebaut haben. Ja, aber das Dach hing über der Halle. Ach so, das Dach hing über der Halle, okay. Wird dann abgeseilt für Lethal Lockdown. Ach so, okay. Aber aus irgendeinem Grund klappte das nicht. Sven, was sagst du dazu? Es ist ein bisschen albern sah schon aus, das Ding kam, ne? Mit den beiden Eimern. Da war mir sofort klar, okay, kein Dach, wieso nicht? Ja, ich habe ja auch gedacht, verdammt, wo ist das Dach? Dann kommt das Ding hier mit den Ersatzwaffen. Ja. Weil die normalen Waffen hängen ja halt an dem Dach dran. Die hingen ja auch oben drüber, habe ich ja sogar gesehen in den Kameraeinstellungen. Und da kommt halt jemand mit 2 Mülltonnen mit 3-4 Gegenständen schnell raus, was sie Backstage noch schnell zusammengesucht haben oder schnell bei Walmart geholt haben oder keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ist Dixie schnell rübergefahren oder so. Wer weiß, ja, da bei TNA kauft der Chef noch selber, ne? Ja, klar. Aber es wirkt ein bisschen komisch, ne? Es wirkt unheimlich skurril in dem Moment. Also ich bin generell auch kein Freund von diesen Lethal Lockdown Matches, ganz ehrlich. Ringserfolg, finde ich. Nee, das ist gar nicht das Problem, aber genau wie es der Frankie gerade schon gesagt hat, du hast eine interessante Anfangsphase, bis ja 3-4 Leute im Ring sind. Ja. Und dann kommt der Durchhänger. Und dann zieht sich das ja nochmal 10-15 Minuten, bis dann der Letzte kommt, bis dann im Normalfall das Dach drauf gesteckt wird. Und dann geht er das Match erst los. Du kannst ja vorher das Match gar nicht entscheiden. Und das heißt, wenn das Dach drauf ist, kannst du nur durch Submission gewinnen. Auch das war ja anders. Diesmal. Echt? Ja, das du ist, kann, ist du kannst, das, ist das du konntest so? Eigentlich nur, du konntest eigentlich nur, wenn das Dach drauf war, konntest du den Pin oder die Entscheidung nur durch Submission gewinnen. Ich dachte Pin und Submission. Nee, das ist wie bei der Wargames. Submission or Surrender. Genau. Submission, also das heißt, entweder gibt einer auf oder einer wird so heftig verletzt während des Kampfes, dass der Kampf abgebrochen werden muss. So war das bei den Wargames jedes Mal. Das war bei Lethal Lockdown auch so. Dementsprechend hat man ja beide Regeln, die ja dann bislang für Lethal Lockdown zählten, ja so ein bisschen ja zum Teil über den Haufen geworfen, ne? Denn das Finish, wie es jetzt passierte, eben mit dem runterspringenden Eric Young vom Käfigrand, kann ja so auch nicht geplant gewesen sein, denn der wäre sonst ein Dach gewesen. Ja, ich denke, das war eben das Alternativ-Finish, nachdem das mit dem Dach nicht funktioniert hat. Ja. Machen wir irgendwie einen Spot vom Käfig runter und ich meine, wer außer Eric Young hatten die Möglichkeit? Ich meine, Sting, wenn der vom Käfig springt, der bricht auseinander. Ja. Joe ist zu schwer. Der Käfig oder das Ding? Ja, dann war's, wenn man so sieht, dann war's spitze. Ja, also ich denke, das war einfach das Alternativ-Finish, was sie schnell umgebuckt haben. Na ja, klar. Nachdem sie festgestellt haben, hier funktioniert was technisch nicht. Mhm. Eric, du bist der Verrückte hier. Mach mal. Und es war ja auch gut gelöst. Das ist ja jetzt ja, keine klar, Kritik. Klar. Denn wenn da was technisch nicht klappt, dann kann man nicht ändern. Dumm gelaufen, entsprechend löse es richtig. Und TNA hat das hier an der Stelle wirklich gut gemacht, was Gutes draus zu drehen. Ne? Dann ergibt das auch noch richtig Sinn, wie nachher alle 4 Teammitglieder von Eric Young auf einmal eben rumstehen und ihn gratulieren. Ja. Sie haben wahrscheinlich nicht gratuliert, sondern, boah, Eric, danke, du hast das Match gerettet gerade, Kamerad, ja. Vielleicht zum gewissen Grad, ja. Dann ergibt das für mich richtig Sinn, ja. Also ich fand's bloß ein bisschen schade, weil letztendlich war das eben kein Lethal Lockdown-Match in dem Sinne, sondern es war ein Käfig-Match mit 10 Beteiligten. Und was ich an dieser Lethal Lockdown-Konstellation grundsätzlich bemängele, eben auch eigentlich bei Wargames bemängelt habe, ist eben, dass du halt immer wieder Einzelmatches hast und dann stirbt einer deiner Gegner.
Da kommt irgendwie ein neues Mitglied und der vorher schon mal gestorben ist, der steht wieder auf und kämpft, als ob es keinen Morgen geben würde. Ja. Das ist halt von der Glaubwürdigkeit ist so ein Multiman-Match einfach nicht wirklich funktionierend. In einem richtigen Leitermatch, ein Multiman-Leitermatch wie Money in the Bank oder TLC oder was auch immer, da kann man sowas immer erklären, weil die kannst du durch irgendwelche Dinge durchhauen, dann bleiben die halt liegen und sind tot. Ja gut, dann stehen sie mal wieder auf, weil sie sich da rausgekämpft haben aus dem Müll. Funktioniert. Aber im Lethal Lockdown, im Käfig, kannst du nur gegen den Käfig hauen. Und dann bleibt der liegen und liegt dann halt wirklich am Ring, weil es ja auch eine begrenzte Fläche nur benutzbar im Ring. Weil wenn du 10 Leute hast, ich meine, die können ja nicht alle gleichzeitig kämpfen. Du hast ja gesehen, einmal war in der Mitte war ein Kampf und in jeweils den 4 Ringecken waren Kämpfe. Also das ist etwas, was ich sehr schwierig finde, rein von der, ne, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Von der Glaubwürdigkeit aber das ist auch hier wieder keine Kritik an TNA, sondern eben an solcher Art von Multiman-Match im Wrestling ganz allgemein. Ja. Aber dennoch hat TNA das ganz gut gemacht, auch wenn zwischendurch sehr, sehr viel Chaos drin war. Und man eigentlich gar nicht richtig gesehen hat, wer kämpft jetzt eigentlich gerade gegen wen? Ach ja, hier Käfig, okay, das Ding erkenne ich, ja. Ah, Doc, Mensch, auch noch drin. Ja, also sowas war wirklich ein bisschen schwierig zum Teil. Aber ich denke, den Umständen entsprechend, sagt man ja dann gerne, haben sie das hier durchaus gut gelöst. Gab es für euch jemand bei den 10 Akteuren, der für euch besonders hervorgetreten ist in diesem Match? Also schon alleine durch das Finish jetzt Eric Young. Ich hätte tatsächlich Garrett Bischoff gesagt. Magnus sehe ich aus. Magnus einfach, weil er das Match von Anfang an bestritten hat. Ja. Auch überraschend, ne? Nee, finde ich nicht. Nee? Nee. Doch, für mich schon. Dass er als derjenige, der sich eigentlich beweisen muss, meinst du dann sozusagen, dass er von Anfang an geht oder so? Oder? Ja, also ich bin da als Mark an die einfach mal rangegangen. Es war mir klar, dass Sting als Team-Captain als Letzter kommt. Ja. Einfach, weil er der größte Name ist. Genau. Dann schicke ich doch als erstes den raus, der jüngste, aufstrebendste Star ist, und schicke als zweiten dann sein Partner hinterher. Okay. Einfach um diesen Nachteil, den man dann später hat, wenn dann der dritte von Aces and Aids kommt, irgendwo auszugleichen. Mhm. Durch das eingespielte Team. Okay. Und dann schicke ich die Wildcard raus und dann eben die beiden Veteranen. Jo. So habe ich mir das im Vorfeld auch gedacht gehabt. So kam es ja am Ende auch. Also, aber eben auch ohne Turn. Wir haben ja so ein bisschen spekuliert darüber, ob einer der 5 Leute im Team TNA eben dann vielleicht doch zu den Arsenal 8 turnen könnte oder eben ob einer der Arsenal 8 zurück zu TNA turnen könnte. Alles ein Dead drauf, denn es ist nichts passiert. Und am Ende auch so, wie es passiert ist, genau richtig. Ja, definitiv. Ja. Und schließt ja auch entsprechend diese Geschichte ganz gut ab. Auch wenn es, wie ich finde, schade ist, dass die Ass und Achten dieses Match nicht gewonnen haben. Denn rein vom Aufbau her wäre es noch besser gewesen, wenn alle sagen könnten, wir haben gewonnen. Aber das ist wahrscheinlich, sieht wahrscheinlich auch im Endeffekt ein bisschen komisch aus, wenn eben wirklich diese 3 Matches an die Bösen gehen. In dem Sinne Bösen, ne? Vor allem, wenn sie jetzt ein halbes Jahr praktisch alle wichtigen Matches verloren haben. Ja. Es ist die gleiche Truppe wie das letzte halbe Jahr. Mhm. Da wäre es nicht glaubwürdig, wenn sie jetzt auf einmal alle Matches gewinnen würden. Was wahrscheinlich jetzt passieren wird. Fortan. Weil jetzt sind sie fertig. Jetzt sind sie vollständig. 2, 4, 6, 8, 9 Leute haben wir jetzt, ne? Ist richtig? Bully, Devon. 9. Dilo, ja, ne? Doc, ja, 9. Bischoff, Knox, Anderson, Taz, Briscoe. Ja. Also Ass und Achte, das ist eben das, was wir vorher gesagt haben. Es sind keine 8, ne? Es sind 9 und es sind mehr. Und ich glaube, das wird ja auch wirklich auch in den nächsten Wochen so ergeben, dass das vielleicht sogar noch mehr werden. Das werden wir beobachten. Main Event haben wir entsprechend. Oder wollt ihr noch was zum Lethal Lockdown sagen? Nö. Gut, gehen wir in den Main Event. Also entsprechend auch wieder ein Steel Cage Match, was entsprechend genauso wie das vorige auch war. Man muss also das Dach nicht abnehmen, weil eben kein Dach da war. Aber ist eben so. Cage Match zwischen dem Champion Jeff Hardy und dem Herausforderer Bully Ray um den TNA World Heavyweight Title und Frankie. Zwei, die sich ja durchaus in ihrer Karriere das ein oder andere Mal begegnet sind, ja, haben hier die Hütte ganz schön abgerissen, oder? Die haben die Hütte abgerissen. Ich bin kein Jeff Hardy-Fan, aber ich weiß jedes Mal, wenn Jeff Hardy in ein Special Stipulation Match gesteckt wird, ja? Steel Cage, Leiter, Tische, Stühle, dann wird's geil.
Ansonsten finde ich den scheiße, aber wenn er in solchen Matches ist, ja, dann wird's jedes Mal geil. Weil da lässt er sich wirklich was einfallen. Den kannst du nicht in normale Matches stecken, den Mann. Mhm. Abgesehen von Austin Aries bei Impact. Entschuldigung, diese Powerbomb. Die Bully Ray mit Jeff Hardy vom Top des Käfigs runter gemacht hat. Ja. Autsch. Boah, war das heftig. Echt krass, ja. Da habe ich noch, also ich gucke ja nun wirklich auch ein bisschen mehr Wrestling. Also im Moment gerade nicht, habe ich ähnlich wie Frankie. Ich habe ganz viel gestrichen. Aber ich eines, was ich gerade vor kurzem gesehen habe, war Pro Wrestling Guerrillas Battle of Los Angeles vom letzten Jahr. Ja, hab ich auch. Und da gab es unter anderem Kevin Steen gegen Ricochet. Und da habe ich eine Powerbomb im Kopf. Und zwar von Steen gegen Ricochet, natürlich. Ja. Und da habe ich auch gedacht, boah, der richtig zurückgeschnellt. Also das der Impact war so doll, dass Ricochet fast nochmal bis auf Kniehöhe nochmal hochfiel von der Wucht der Powerbomb. Ja. Von Steen Kniehöhe natürlich. Und ich habe irgendwie, aus irgendeinem Grund habe ich, während ich die Aktion von Bully gegen Jeff gesehen habe, habe ich irgendwie daran gedacht. Ich weiß nicht warum. Das sind da so diese greifenden Synapsen wahrscheinlich im Kopf, die dann sofort irgendwie was wieder zusammenbinden. Ja. Aber sah schon heftig aus, ne? Sah schon ganz heftig aus. Ja. Üble Powerbaum. Ja. Die haben also das auch aber Glück geübt. Die haben das geübt. Die haben diese Aktion wahrscheinlich eine ganze Woche jeden Tag 20 Mal geübt. Frankie, ich weiß nicht, ob die beiden noch üben müssen. Ich bin davon überzeugt, das ist so gefährlich. Die haben das geübt, da bin ich von überzeugt. Ja, die werden sicher irgendwas, also geübt, in Anführungsstrichen, muss man ja mal sagen, wahrscheinlich, ne? Aber guck mal, wie viele Jahre die inzwischen gegeneinander antreten. Ja, und gegeneinander oft angetreten. Miteinander, gegeneinander, egal in welcher Form, immer wieder miteinander trainieren wahrscheinlich und. Also, die kennen sich ja aus dem FF, sagt man dann, glaube ich, ne? Ja. Also, deswegen weiß ich nicht, ob da noch groß eine Absprache, irgendwas, dann werden die sich sagen, okay, ich mach das mit dir, boah, ja, mach mal. Aua, ja. Sag ich jetzt schon mal, und dann mach einfach. Und der Rest ergibt sich. Und ja. Du merkst einfach, was die beiden für eine Grundchemie haben. Ja, stimmt schon. Ich will das mal vergleichen mit etwas, wo ich auf den Deckel bekommen könnte, aber was ich ähnlich sehe, nämlich einen Dolph Ziggler und einen John Cena gegeneinander. Wenn die gegeneinander antreten, haben die eine Chemie. So. Aber Bully und Hardy haben natürlich noch den Bonus, dass sie eben viel, viel häufiger schon aufeinander getroffen sind und viel, viel mehr Berührungspunkte im Laufe ihrer Karriere miteinander hatten. Ja. Dementsprechend habe ich mich auf dieses Match wirklich sehr gefreut. War sogar das einzige Match, auf das ich mich im Vorfeld wirklich gefreut hatte. Ja. Obwohl Jeff Hardy bei war. Aber es hat mich definitiv nicht enttäuscht. Und hat mir sogar zu einem gewissen Grad den Event gerettet, weil ich fand einiges vorher, fand ich immer so ein bisschen fragwürdig. Aber alleine durch das Ende, dass das Bully jetzt Champion ist, hat mir den ganzen Lockdown-Event versüßt. Ja, ich habe mich gefreut darüber, dass Bully Ray endlich Champion ist. Aber ich fand es schade, dass Bully jetzt, dass er jetzt wieder Heel ist und dass das Face nur ein gefaktes Face war. Aber es ist doch gut so. Storymäßig. So ist doch glaubwürdig. Also andere hätte doch keine. Ja, okay. Aber ich habe mir gedacht, dieser blöde Matze hat schon wieder recht gehabt. Weil wir hatten vor Monaten schon mal darüber spekuliert und du hast gesagt, Bully Ray entpuppt sich als einer der großen Köpfe von Aces and Eights, ja, und du hast wieder mal recht gehabt, ja. Ja, Schande auf mich. Ich habe mir gedacht, es darf nicht wahr sein. Ja, er hat den Face doch auch so ekelhaft dargestellt, das konnte ja gar nicht ernst gemeint sein. Das war so alles, ne? Übertrieben, weißt du, wie er dem Hulkster die Hand hält. Und dann auch noch diese Promo vorher bei dem Pay-Per-View, ja. Als Hogan meint, eigentlich müsste ich ja neutral sein, aber ich will, dass du das Ding gewinnst oder ich will, dass du heute was tust, das uns allen im Gedächtnis bleibt. Und er hält dem Hulkster die Hand und ja, Dad, ich werde das tun. Oh. Aber andererseits. Aber in dem Moment, als er diese Promo gehalten hat beim Pay-Per-View, war mir klar, dass der heute Heel turnt. Ja. Man hat es aber oft genug gesehen in dieser ganzen Aces and Aids Geschichte, seitdem das losgeht. Man hat es oft genug gesehen. Es wurde immer, immer angedeutet, ja. Versteckt wahrscheinlich, ja, aber. Ja, klar, im Nachhinein. Ray definitiv mit Aces and Aids zu tun hat, aber dass er der Anführer ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also im Nachhinein machen natürlich diverse Dinge einfach jetzt Sinn.
Ja. Das Wissen, dass er jetzt ein anderer ist, was man vorher nur vermuten konnte. So wie ich hatte auch etliche Szenen aus der Vergangenheit im Kopf, die mit Aces and Aids und Bully Ray zusammenhingen. Etliche Sachen. Ja. Da hat er sie wieder nicht vor den Maul gekriegt, während alle anderen sofort Maul gekriegt haben. Ja, aber Bully war rechtzeitig aus dem Ring raus. Ja. Alles so Kleinigkeiten. Ja, und diese ganzen Dinge hatte ich auf einmal im Kopf. Ja. Ja, also am Ende ist das schon so, wie es dann gekommen ist, wirklich eine gute Sache. Sven, was hast du zu diesem Match? Außer der Powerbomb. Das Match, sie haben es ja gehypt, dass es das größte Cage-Match überhaupt aller Zeiten wird. Ja. Das war es natürlich nicht, aber es war wirklich ein sehr, sehr starkes Match. Die beiden haben, wie wir es eben gerade schon gesagt haben, eine Wahnsinnschemie, bedingt durch die jahrelange Erfahrung, die sie miteinander haben. Mhm. Ja. Auch ich bin ja kein Jeff Hardy-Fan, aber ich freue mich trotzdem jetzt auf die Fortführung zwischen den beiden. Werden sicher sehr ansehnliche Matches werden. Mhm. Gerade wenn jetzt dann der Hulkster dann versucht, Bully noch möglichst alle Steine in den Weg zu legen, die es gibt. Und war ein Top-Match. Mhm. Publikum war dabei. Was hältst du von der Aktion im Nachhinein, die ja wahrscheinlich organisiert war, dass da die ganzen Flaschen und Dosen in den Ring fliegen? Das war für mich künstliche Nachstellung des NWO-Gründungsdingens. Ja, natürlich, aber... Denn das war offensichtlich gestellt. Klar, ich meine, du hast zwei, drei Leute, vier, fünf Leute da oben gehabt, die dann halt anfangen zu schmeißen. Vielleicht haben tatsächlich noch ein paar Fans da mitgemacht. Ja. War natürlich eine Referenz auf den NWO-Heel-Turn damals von Hogan. Mhm. Aber letztendlich wichtig ist, was im TV-Produkt ankommt. Und die Fernsehbilder waren der Hammer. Ja. Und ich hab im ersten Moment auch gedacht, dass Earl Hebner getroffen worden wäre. Ja, irgendwie, also Bully wurde auch im Kopf getroffen, aber das gar nicht, hat ihn ja weggeschüttelt oder so, ne? Weil Hebner dann irgendwie die ganze Zeit am Boden war und sich kaum bewegt hat, aber der hat sich im Endeffekt ja dann nur um Jeff Hardy gekümmert. Aber ich habe echt gedacht, der wäre irgendwie getroffen worden von so einer Dose und sitzt hier gerade... Es waren ja zum Teil auch Glasflaschen. Out cold. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne? Also vom Geräusch her, würde ich sagen, es waren zum Teil sogar Glasflaschen. Das ist schon ganz schön heftig. Aber gut, es ist eben so. Und sollte am Ende auch nicht mehr bedeuten, als es da letztendlich ist. Denn es war die, wie du eben schon sagst, die Nachstellung, die Referenz auf den NWO-Turn von Hogan, der ja jetzt ringside stand. Entsprechend hat man das entsprechend dadurch auch genutzt, hier so ein bisschen passing the torch, ja, in dem Sinne. Und auch Kreis schließen, alles in einem. Und von der reinen Darstellung her war es richtig, aber ich finde sowas immer ein bisschen peinlich, wenn man offensichtlich dann gestellt ist. Ja, aber im Endeffekt ist es doch so besser, wenn das Ganze organisiert ist, als wenn dann tatsächlich irgendwelche Fans durchdrehen und eventuell tatsächlich irgendwelche gefährlichen Geschichten in den Ring werfen. Ja, das stimmt schon. Also am Ende, egal ob es das gefällt oder nicht, rein für die Dramaturgie war das, wie es am Ende so passiert ist, eben genau richtig. Ne? Dass eben Dinge auch noch fliegen und Bully noch die Promo hält von wegen... Ich bin der Anführer der Aces und Aids und ihr köpft mich alle mal. Und Terry, ich hab dich hintergangen und hier du kleine Dings da neben ihm, dich hab ich auch nur benutzt und alles. Also ein bisschen fragwürdige Promo vielleicht, ja, weil die nicht wirklich inhaltstief war, aber sie hat den Abend in dem Sinn rund gemacht. Ja. Ja, und ich denke, die entscheidende Promo, also die jetzt das ganze Ding wirklich noch richtig wenden wird, die findet jetzt bei Impact statt. Und die fand nicht beim Pay-Per-View statt. Also, die war auch wichtig beim Event, weil sie die Story abgeschlossen hat. Ace is Nate, ich bin Anführer, fertig, ich bin jetzt Champion, ich hab euch alle hier, köpft mich mal. Der Bully ist der Bully und buh, ne? Bei Impact ist wichtig. Was aber Impact jetzt sagen wird, gibt die Richtung vor für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate im TNA Wrestling. Und dementsprechend sollte man es auch solches, denke ich, bewerten. Denn es war nicht schlecht, eher im Gegenteil sogar. Und am Ende steht ein verdienter Sieg und auch ein verdientes Einschreiben in die Geschichtsbücher im Wrestling ganz allgemein. Bully Ray ist ein World Champion. Und das ist einfach nur großartig. Das hat er sich auf alle Fälle verdient. Gerade über die letzten beiden Jahre hat er so konstant gute Leistungen gebracht im Ring. Vor allem am Mike hat sich körperlich nochmal in Topform gebracht. Der ist ja jetzt fitter denn je. Mhm. Und es klingt bizarr, aber diese 9 Monate oder so, was wir jetzt Aces und Aids Storyline haben, war ja jetzt im Endeffekt nur der Anfang. Ja.
Und diese Story, die wir alle im Endeffekt schon verflucht haben, dass die doch bitteschön gedroppt werden soll, weil sich da nichts tut, die geht jetzt erst im Endeffekt los. Das war jetzt alles nur die Aufwärmrunde. Richtig. Das ist ja das, was wir auch schon im Tippspiel hatten, ne? Man kann es jetzt entweder richtig verkacken oder man kann es richtig gut machen. Und für den Moment sieht es aus, als ob es richtig gut wird. Mhm. Ja? Denn jetzt ist egal, wie lange es vorher lief. Denn das Ergebnis steht, Bully als Anführer, als World Champion, die Dudley Boys, also Team 3D, wieder vereint. Dazu anständige Wrestler in dieser Gruppierung, denn ich finde ja auch Mr. Anderson wirklich passend. Also Anderson, ich bin Fan von Doc, ich bin Fan von Nox. Ja. Das sind also wirklich Wrestler, die man jetzt daran, dass Bully jetzt World Champion ist, vielleicht sogar Richtung Tag Team Titel kriegen kann. Und. Also ganz viele Möglichkeiten, eben völlig egal, wie lange es jetzt gelaufen ist. Für den Moment ist es eine gute Geschichte. Was auch interessant werden wird, ist das Ende von Aces and Eights. Irgendwann wird Aces and Eights auch mal in die Brüche gehen. Bestimmt. Dann ist die Frage, wer auf welcher Seite steht. Ne? Ja. Wenn wir sehen, also das ist ja mal das Problem im Wrestling ganz allgemein. Ne? Große Gruppierungen, wenn die enden, das wird ja manchmal Katastrophe oder meistens Katastrophe. Egal, welche Gruppierung das war. Corporate Ministry, nur Ministry, NWO. Ja. Selbst als die Horsemen mal zu mehrt waren als zu viert, war es auch Katastrophe. Also das ist etwas, was sehr schwierig zu realisieren ist, aber eben auch eine gewisse Chance, etwas Gutes zu produzieren. Ne? So, wollt ihr noch was zum Main Event ergänzen? Alles gesagt, was gesagt werden muss. So schaut's aus. Der Rest wird die Zukunft zeigen. Genau, weil weiter geht's ja, wie gesagt, haben wir ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, bei Impact. Denn so wie es aussieht, wird die Ausgabe mit einer Promo von Aces and Eights in Form von Bully Ray und wahrscheinlich allen anderen auch beginnen. Und ja, die Astro und Achte wollen Impact Wrestling übernehmen. So ist jetzt der O-Ton für die nächsten Wochen, zumindest schon mal für diese Ausgabe, die ja in Chicago stattfinden wird. Da schon mal eine wird auch live Donnerstag sein. Also von Donnerstag auf Freitag für uns. Und eine wird aufgezeichnet, die nächsten Donnerstag ausgestrahlt wird. So wird jetzt zukünftig immer der Road-Schedule für TNA sein. Und ja, nun werden wir mal gucken, wo es hingeht, würde ich sagen. Und Möglichkeiten, diese ganze TNA-Geschichte gegen Aces and Eights vorzutreiben, ist natürlich jetzt da. Denn jetzt kann man es ja auch wieder so auslegen, wie das gerade bei Scum gemacht wurde, wie das damals bei der NWO gemacht wurde und. Dass eben die Leute von Aces and Eights rauskommen und sagen, entweder ihr seid für uns oder seid gegen uns. Ihr habt jetzt letzte Möglichkeit, ihr könnt uns beitreten oder so. Und dann haben wir eben nochmal die Möglichkeit, dass eben Leute dazu rutschen. Nee, das passt nicht zu der Biker-Gang. Das passt nicht. Vielleicht ein, zwei Leute werden sie fragen. Ja. Aber das passt nicht zu einer Biker-Gang. Aber Frank, ich glaube, die Biker-Geschichte, die war da, um das ganze Ding einzufügen. Jetzt ist es eine Wrestling-Gruppierung. Weißt du? Zwar an einem Biker-Gimmick, aber das wird jetzt nach und nach ein bisschen rausfallen. Also wahrscheinlich werden die mit Motorrädern noch hoffentlich kommen. Hoffentlich nicht. Aber ich denke mal, es wird jetzt doch eher eine Wrestling-Gruppierung. Und das so ein Hostile-Takeover-Gimmick ist eben auch grundsätzlich dann die Geschichte, dass die Möglichkeit geben, dass Leute noch beitreten können. Oder eben einfach noch Leute da sind, hier diese Prospects, die auf einmal aus dem Nichts kommen. Ja, das ist dann schon eher, aber... Für mich wäre wichtig, dass sie weiterhin ihren eigenen Entrance bekommen. Also praktisch nicht durch den Haupteingang reinkommen, sondern eben durch diese Nebentür. Ja. Das finde ich, das macht einfach viel von dem Flair von denen aus, diese brillante Musik. Ja, und dann muss eben durchs Publikum kommen. Finde ich schon stark. Genau. Also auf jeden Fall viele Chancen. Jetzt haben sie auch alle Fäden in der Hand, dadurch, dass Bully jetzt World Champion ist. Der Anführer hat jetzt den wichtigsten Titel der Liga. Und ja, wie schon ein paar Mal gesagt, jetzt müssen wir abwarten, was als nächstes kommt, ne? In den nächsten Wochen Impact Wrestling. Die werden auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, muss man auch ganz klar sagen. Und die Richtung, die bei den England-Events eingeschlagen wurde, hält TNA gerade durch und sogar mal wieder seit längerem ein richtig guter Pay-Per-View. Ja. Ne? Definitiv. Genau. Muss man halt damit könnte man zum Fazit kommen oder zum Endergebnis. So ist das. Ja. Das steht nämlich, das war die goldene Überleitung, Frankie. Hast du richtig erkannt. da kommst du nämlich jetzt als nächstes hin. Also Frankie, mach mal. Fazit und deine Punkte. Fazit, also ich fand Lockdown, wie du eben schon gesagt hast, ja, und auch der Sven auch, denke ich mal, auch sagen wird, es ist seit langem nochmal richtig, nicht der beste,
aber es war wirklich seit langem nochmal ein guter Pay-Per-View von TNA. Ja, der wirklich gut gefallen hat und mich fast bis auf ein, zwei Kleinigkeiten überzeugt hat. Natürlich gab es ein paar Botches und natürlich ist das blöd gewesen, dass das Dach dann nicht runtergekommen ist von diesem Laser-Lockdown. Das sind alles so Dinger, die zählen für mich nicht. Im Endeffekt zählt für mich das... Kleinigkeiten, ne? Das sind Kleinigkeiten, ja. Pannen passieren, das ist live. Mhm. Ja, das ist halt nun mal, Pannen passieren halt, ja. Aber im Endeffekt zählt für mich das, wie sie es im Endeffekt wieder rausgeholt haben, wie man improvisiert hat, ja. Mhm. Und deswegen ist Lockdown für mich, hat Lockdown für mich funktioniert und gepasst und war gut. Und ich gebe Punkte, soll ich Punkte geben? Ja. Ja. Wie war das von 8 bis 10? 1 bis 10. Von 1 bis 10, dann gebe ich 8 Punkte. 8 Punkte. Gibst du genauso viel, wie du letztes Mal bei Final Resolution gegeben hast? Ja. Ja. Gut. Denn Sven, was sagst du? Ich finde dafür, dass die Card zum gewissen Teil recht kurzfristig angesetzt wurde, haben sie einen sehr ordentlichen Pay-Per-View draus gemacht. Ja, das Improvisieren halt. Sind mit den Unstimmigkeiten in den Rahmenbedingungen, wie jetzt eben das kaputte Dach oder diese schlechte Akustik in der Halle, ja. haben sie sehr gut gelöst, denke ich. Wrestlerisch, wie es der Frankie auch schon gesagt hat, hat es halt vielleicht zwei, drei Sachen gegeben, die nicht ganz rund gelaufen sind. Aber gerade durch dieses Ende, in Kombination mit dem Lethal Lockdown Match, was eben Team TNA nicht ganz als Verlierer dastehen lässt, weil sie eben das Tag Match gewonnen haben. Aber auf der anderen Seite eben der Gesamtsieg an dem Abend für Aces and Aids. Ja. Denke ich, haben wir hier einen sehr runden Pay-Per-View gesehen, der uns jetzt eben auch richtig gut vorbereitet, praktisch in diese neue Phase TNA on the Road. Mhm. Ich war zufrieden mit dem Pay-Per-View, ich gebe auch 8 von 10. Okay. Ich möchte mal kurz noch sagen, wer das Tippspiel gewonnen hat, das haben wir ja öfter auch schon vergessen. Ich kann schon mal sagen, dass Leo nicht mehr der Tippspielkönig ist. In your face! In your face. neuer Tippspielkönig, also auch zu einem gewissen Grad zum zweiten Mal in Folge, denn der letzte Mal war ja geteilter erster Platz, ist der Jan, der nämlich jedes Match richtig getippt hat. Wow. Das Dinger? Nein, unser Teammitglied Jan. Ach so, okay. Und also das wird das Gift. Ja? Das Gift, ja. Ja, also ja, er hat Robbie T, er hat Joseph Park, er hat Wes Briscoe, er hat Kenny King, er hat Velvet Sky, er hat Aries und Root, er hat TNA und Bully Ray getippt. Er hat alle richtig gehabt. Er hat alle richtig gehabt und dementsprechend ein Sweep und auch diesmal kein geteilter erster Platz, sondern eben tatsächlich ein erster Platz entsprechend an dieser Stelle. Diesmal haben wir es gemacht, endlich mal. Leo wird sich ärgern, dass wir es sonst nicht gemacht haben, aber wir versuchen das jetzt häufiger wieder mit reinzukriegen. Dafür jetzt machen wir Dinger. Kannst du endlich zugeben, dass du es absichtlich gemacht hast? Nein, was machen wir nicht. Dates! Nein. Also, Sven sagt 8. Ausgedätzt. Ich gehe, denke ich, auch mit 8. Aber ich bin noch ein bisschen unsicher, warum, also ob ich wirklich 8 gebe, ob ich 7,5 gebe. Für mich ist einfach, am Ende ist der Event schnell vergessen. Ich werde wahrscheinlich das Tag-Team-Match nochmal auf dem Radar haben, aber ansonsten eben nicht wirklich irgendwas, was da passiert ist. Dementsprechend ist für mich, dieser Event lebt davon, dass Bully Ray World Champion geworden ist. Nicht nur eben, weil er jetzt Anführer der Aste und Achten ist, sondern eben, weil Bully Ray, Bubba Ray, der ehemalige Dudley Boy, jetzt ein World Champion im Wrestling ist. Das ist etwas, was unglaublich viel Bedeutung hat und was mir auch einfach unglaublich gut gefällt. Und dementsprechend wird für mich Lockdown 2013 der Event sein, an dem Bully Ray in die Spitze des Wrestlings aufgestiegen ist, obwohl er ja vielleicht schon, er ist schon länger da. Er ist ja einer der Top Heels und zum Teil war er sogar der Top Heel im Wrestling, muss man ganz klar sagen. Und er ist es gerade wieder wahrscheinlich. Ja. Ne? Und ihm fehlte aber immer der Titel dahinter, um das Ganze auch zu untermauern und zu untermalen und zu beweisen. Jetzt hat er diesen Titel, das ist der TNA World Title. Einer der drei, vier wichtigsten Titel, die es eben so im Mainstream-Wrestling gibt. Ja. Und er hat den, dementsprechend ist er angekommen in dieser Spitze. Und für mich ist entsprechend auch dieser Event gar nicht mal unbedingt auf das Geschehen, alles, was da so passiert ist, sondern für mich ist es, Bully Ray ist World Champion. Und du weißt nicht, wie viele Punkte ich dafür wirklich gebe. Ich glaube, ich gebe dem Event als solches insgesamt 6. Ich war unterhalten, aber
es war irgendwo immer auch irgendwas, was mir gefehlt hat. Ja. Und ich vergleiche das jetzt beispielsweise mit dem Royal Rumble, der mich durchweg unterhalten hat. Ja. Oder mit Final Resolution, den ich auch richtig gut fand. Ja. Da habe ich 7 Punkte gegeben. Dementsprechend muss ich jetzt mehr geben, weil Bully einfach ein bisschen mehr zieht für mich. Mhm. Und ich glaube, deswegen gebe ich, um nicht ganz mit euch mitzugehen, gebe ich 7,5. Ja? Gebe ich 7,5. Einfach, um auch ein bisschen Lücke nach oben zu lassen. Aber es war schon ein richtig guter Event. Auch, wie Sven eben schon sagt, der ganzen Widrigkeiten wegen, die man zum Teil nicht unter Kontrolle hatte. Das ist, muss man auch nicht, man kann nicht alles kontrollieren. Und, ach komm, ich gebe 8. Haben wir alle 8. Ja, wollte schon gerade sagen, komm. Ja? Ja. Ist ja Quatsch. Machst du die Speck die Hosen an. Sehr geil. Ja, komm, hier ist TNA, hier ist Bully Ray, Champion. Ach komm, ich gebe 8. Richtig, Mann. Ah, ja? Die Dudley Boys sind hier vereinigt, Mann. Das ist doch Grund genug, Mann. Oh, die Dudley Boys. Boah, das war, ja, das war 11. So geil. Da habe ich fast die Tränen in den Augen stehen gehabt, auch wenn es auf der Hinseite war, wie die sich angeguckt haben auf einmal und dann, oh, und abgeklatscht haben. Das war so geil. Ich habe gedacht, endlich sind sie wieder zusammen, ja. Dudley Boys Stil, ne? Arme oben, unten zusammen und dann nochmal die Boys. Geil. War natürlich wieder weg gegen Idioten meiner Kameraführung. Aber, war schon sehr, sehr schön. So. Geil, ja. Also, jetzt, wir haben. Wenn die von den Tisch geholt hätte, dann wär's. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich mit Weinen gewesen. Wird ja schwer bei uns, ne? Wenn wir alle 3,8 geben, was ist deine Durchschnitt? Das wird echt schwer jetzt. Tja. Aber gut. Ich will schnell Taschenrechner. Ja, mach das mal. Also auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, wie das jetzt in den nächsten Wochen bei Impact weitergeht. Am Sonntag gibt es ja dann schon wieder Chaka, dann werden wir also schon wissen, was Bully gesagt hat. Und ja, ich hab nichts mehr weiter. Habt ihr noch was? Nö. Sven, dich hören wir als nächstes beim On the Road to NEW. Ah, ich hätte noch was. Ja? Tag Team Division. Tag Team Division. Ja? Ich denke mal, Aces and Aids wird doch bestimmt auch ein Tag Team ins Rennen schicken, oder? Ich denke auch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das wirklich so, wie ich vorher gesagt habe, Doc und Nox werden. Doc und Nox? Ich habe jetzt mit was anderem gerechnet. Was nimmst du? Ich habe Garrett Bischoff und Wes Briscoe gerechnet. Okay. Wie wär's mit beiden? Mit allen, ja, klar, warum nicht? Oh ja, und dann gibt's Rivalität. Split angedeutet. Schon der erste. Ja, genau. Und dann gehen Doc und Nox raus. Dann packst du noch Anderson hier in die TV-Division? Ja. Ach, nee, ist ja Devon. Verzeihung. Aber kann er trotzdem machen. Was ist mit D-Lo? Wird der, ist der auf Wrestler-Basis oder? Also, D-Lo wieder wrestlen? Er könnte es. Doch. Denk ich nicht. Er kann bestimmt noch. Aber er kann bestimmt noch, aber ich denke nicht. Ich glaube auch, er soll nicht. Ne, er ist dafür da, um ein bisschen Promos zu halten, um die zu entlasten, die nicht unbedingt Promos halten können, wie Garrett und Riz. Dementsprechend so ein bisschen Entlastung zu sorgen für die, die es nicht unbedingt können. Oder einfach ein Sprachrohr zu sein, was aber gar nicht mehr brauchen, weil Bully jetzt das Sprachrohr ist. Okay. Aber jetzt will ich noch was wissen. Der Matze hat mich nämlich eben neugierig gemacht. Ja, oder was, der Sven? Beim Thema Joseph Parks und Aces and Aids. Irgendeiner von euch meinte, da kommt noch was. Ja, Icke. Ja, du meintest das, ne? So, glaube, du hast wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, hast du auch schon deine Theorie. Ja. Möchtest du die hier erzählen? Kann ich machen, wenn du das möchtest. Ja, bitte, ich will die hören, ja. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben genau so, wie das vorher mal raus, also wann, weiß ich noch nicht, aber irgendwie wird das dann mal zu dieser Auseinandersetzung kommen, zwischen eben Joseph Park und Aces and Aids, die ja auch schon mal da war, die aber jetzt irgendwo abkommen. Er hat eine Rechnung mit denen offen. Genau, jetzt weiß er ja, wer der Anführer ist. Ja. Und aus dieser Geschichte würde ich das ähnlich wie Sven sagen, kommt eben Abyss wieder durch. Und Abyss stellt sich dann raus als Aces and Aids Mitglied. Ich sehe das wirklich nahezu genauso wie Sven. Ich glaube, dass die gespaltene Persönlichkeit ein Teil wird für TNA und ein Teil wird für Aces and Aids antreten. Welcher dann welcher ist, weiß ich noch nicht. Also ob jetzt Abyss oder ob Joseph Park für die Aces and Aids antritt, weiß ich nicht. Aber jeweils der andere wird für TNA sein. Ich denke eher, Joseph Parks wird eine dritte Persönlichkeit entwickeln, die zu Aces and Aids gehört. Ja. So, und Abyss kommt als allerletztes mit ins Spiel. Der dann alle beide kaputt macht und alleine stehen wird. Nee, aber der, weil Joseph Parks schafft es nicht, sich gegen Aces and Aids durchzusetzen. Ja. Und ganz am Schluss kommt Abyss und macht Aces and Aids endgültig den Garaus aus. Okay. Sven, wie siehst du das? Wo siehst du Abyss? Was der eben schon gesagt hat, geh einfach ein bisschen in meine Richtung dann, was ich eben gesagt habe, ne? Ja, also ich würde Abyss bei den Aces and Aids sehen. Mhm.
Park weiter ich als find, das. Das passt nicht, er ist ja ein Psychopath, er ist kein Biker. Aber ich bin noch immer zu sehr in dieser Biker-Klamotte drin. Ja, aber der ist doch von Bully Ray zerstört. Bully Ray in so windelweich geprügelt, dass er gesagt, okay, ich schließe mich doch euch an. Hm. Wenn du sie nicht besiegen kannst, schließe ich ihn an, ne? Ja. Meinst du, dass das damit zusammenhängt, dieses seltsame Verschwinden von Abyss? Wer weiß. Ob DNA damals schon so weit vorausgeplant hat, storymäßig. Nee, aber musst du ja nicht, du kannst ja rückblickend, kannst es ja machen. Entsprechend würde es, egal ob es gewollt war oder nicht, kannst du rückblickend das so auch sehen lassen, ob du damals schon so geplant hast. Aha. Cool, daran habe ich schon gar, das habe ich vergessen. Ja, das wird passen. Ja, und dass er bis eben zwischendurch ein paar Mal wieder durchgekommen ist, ja. Eben so von wegen, ach komm, hier, Brüderchen, halt dich zurück, du willst nicht wissen, wo ich wirklich bin. Du willst zu diesen Leuten nicht gehören, so in die Richtung. Ja, ja, ja. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so kommen wird, ja. Krass, jetzt fängt man beim Wrestling auch schon wie bei Lost, bei der Serie Lost, an auf die Details zu achten, ob das jetzt was Wichtiges ist. Ja. Tja, na, wie rückblickend, wie ich gesagt habe, wo alle gesagt haben, bei Bound for Glory gab es keine Fortsetzung der Ace and Age Story, wo ich sofort gesagt habe, Leute, achtet drauf, da war was, denn Wes Briscoe hat ja eigentlich den Ace and Age geholfen, weil er ja er hat auch einen da weggespeert nach draußen. Ja. Ja, und nachher kam ja raus, dass Wes Briscoe Teil der Ace and Age war. Ich damals schon gesagt, Leute, aufpassen, Kleinigkeiten, das war eine Fortsetzung der Story. Ja. Und das machen sogar bei TNA gerade ganz gut. Eben diese Kleinigkeiten. Es funktioniert manchmal im Großen und Ganzen nicht, aber Kleinigkeiten laufen sehr gut zusammen. Ja, ja. Ne? Gut, dann würde ich sagen, haben wir diesen Roundtable abgeschlossen. Ja? Oh, meine Freundin wird sich freuen. Ich bin vor 12 hier raus. Es ist halb, ne? Halb 12. Ja, also für alle, die sich gerade wundern, 23 Uhr noch was. Bayern hat 2-0 verloren, entsprechend weiter in der Champions League. Machen wir da kurz einen Deckel drauf. Und, Franziskus ist der neue Papst. Ja. So ist es. Da haben wir auch die wichtigen Geschehnisse abseits vom Wrestling, alle sind ja immer, obwohl ihr ein Papst, weiß ich nicht. Ja, wer weiß, so in 25 Jahren, wenn du nochmal die alten Tapes auspackst, ja. Das ist der Tag, an dem der Papst. Der Tag, ja. Ja, ja. Richtig, richtig. Deswegen hat Lockdown vielleicht dann später nochmal ein größeres Gewicht. Ja. Wer weiß. Alles eine höhere Macht, meinst du? Ja, ja. Das ist alles schon vorbestimmt. Dass wir genau heute den Roundtable machen, an dem Tag. Und ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Am Ende kommt raus, dass Franziskus der Erste bei Aces and Aces ist. Ja. Ja. Auch ein Biker. Das ist der eine Chef gewesen, der damals Joseph Park den Rücken zugedreht hat. Genau. Er lotst Eric Bischoff mit in den Vatikan. Ja, ja, ja. Ja, ja. So ist dann wieder die Wrestling. Na klar, wir wissen es ja vorher schon, aber spannend zu sehen dann, wie dann wirklich der Vatikan und TNA zusammenarbeiten werden in den nächsten Jahren, ne? So, haben wir das auch geklärt. Und Sven, wie gesagt, dich hören wir ja als nächstes dann beim On the Road to NEW. Genau. Ja. Entweder auch diese Woche oder nächste Woche auf jeden Fall. Tendenziell eher nächste Woche dann. Tendenziell eher nächste Woche, okay. Und Frankie, hören wir dich im Hörerspecial? Ja. Ja? Ja, cool. Dann hören wir dich im Hörerspecial. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal den Deckel drauf. Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mit dabei wart. Hat mir wie immer riesig Spaß gemacht. Ich hab zu danken. Ja, gerne doch. Ja. Sven, wir zusammen machen Sendung nächstes Mal Time Machine, ne? Oh ja, da habe ich auch wieder Bock drauf. Ja. Eine WrestleMania, können wir schon mal ankündigen. Wir reviewen eine ehemalige WrestleMania. Dann auf unserer weiteren Road to WrestleMania dann wieder Time Machine. Dann schon Ausgabe 3. Ja. Meine Lieblings-WrestleMania. Dein Lieblings-WrestleMania. Hast ja schon mal einen Cliffhanger gebaut, ne? Mhm. Also, seid gespannt darauf. Entsprechend nochmal kurz die Erinnerung. Wer im Hörerspecial teilnehmen will, meldet euch bitte. Da geht's jetzt gerade so ein bisschen in die richtigen Planungen. Es wird die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall vorwärts gehen. Ja. Guti. Dann würde ich sagen, hören wir uns alle am Sonntag bei Chaka wieder. Und bis dahin, danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Ciao. Tschüss.